Ich spiel gern für Austria Wien und ich hab nur eins im Sinn. Das ist der Sieg, das muss so sein für unseren Verein. Oft ist's nur einfach Glück, doch zum Schluss fehlt doch nur der Sieg. Für unsere Fans, das ist der Sinn, für unsere Austria Wien. Ist der Lohn, lauter Jubel dreht im Stadion. Und der Osttribünenchor, der schreit wie Spitze das Wort. Ob als Meister oder im Cup, die Erfolge, die waren nie zu knapp. Haben uns denn immer lebend vor, wir sind stolz auf Austria. Hallo liebe Austria-Fans zu Hause, Bildschirmen. Hier spricht wieder Michael Schlagenhaufen vom Viola TV-Team und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei uns. Er ist eine der bekanntesten Stimmen des Landes. Er ist eine wahre Reporterlegende und er begleitet die Austria seit über 70 Jahren. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen im Viola TV-Studio, Hans Huber. Danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da bin. Ich da bin in diesem Spiel und euch begleiten kann. Denn die Austria liegt mir am Herzen. Ich glaube, du hast einmal in einem Video, das du bei uns auf der Facebook-Seite mitunter geteilt hast, gesagt, die Austria ist sowas wie deine Jugendliebe. Du bist heute in offizieller Funktion bei uns, aber dazu später mehr. Vielleicht kannst du uns ein bisschen schreiben, wie diese Jugendliebe, wie sich die geformt hat. Naja, ich war ja immer, also in meiner beruflichen Tätigkeit, immer distanziert, immer objektiv und mir waren
alle Mannschaften wirklich, ehrlicherweise, gleich wertvoll. Mir ist es darum gegangen, dass man schönen Fußball sieht. Und die Jugendliebe war die Austria deshalb, weil sie einen schönen Fußball gespielt hat und jene Art von Fußball gespielt hat, der mir unheimlich imponiert hat als Bub. Noch ein Haken und noch ein Haken und noch einmal mit der Ferse. Und es ist nicht so sehr darum gegangen, jetzt den Gegner wegzuschießen, sondern eben Tricks zu zeigen und besondere Spielzüge zu zeigen. Und das hat mir besonders imponiert. Und außerdem war ich, und das war meine erste Begegnung mit dem Fußball eigentlich, bei einer Stadion-Doppelveranstaltung. Und da hat gespielt die Austria im Vorspiel gegen den GAK. Welches Jahr schreiben wir da? Das muss gewesen sein, so 50. 1950. Und die Austria hat gegen GAK 4-3 gewonnen. Tolles Match. Und nachher hat Rapid gegen Wacker gespielt. Wacker damals auch eine Mannschaft, die absolut zur Spitze in Österreich gehört hat. Und Wacker hat 3-2 gewonnen. Auch ein sehr gutes Spiel. Aber irgendwie hat mir dieser Fußball, der Austria, der hat mir mehr imponiert. Wobei ich wirklich ehrliche Herzens sagen muss, auch Rapid zu dieser Zeit mit Zeman, mit Happel, Hanapi, Dienst und wie die alle geheißen haben, ich könnte die Aufstellung, auch diese Aufstellung noch heute sagen, die hat mir auch sehr imponiert. Aber das war eben dieser kraftvollere Fußball und mir hat die Technik, und jetzt komme ich auf diese Mannschaft zurück, die mir so imponiert hat, also mit Schweder im Tor und dann mit Stotz als Verteidiger und Otzwirk natürlich, die herausragende Persönlichkeit und im Angriff, den kann ich auch noch auswendig, Melchior, Komenek, Huber, Steuersball und Auretnik. Das waren so, das hat man gewusst und das war Fußball, wie ich ihn mir vorgestellt habe und wie er mir besonders gut gefallen hat. Und da habe ich mich deshalb Jugendliebe ein bisschen in die Austria verliebt. Und danach hat die Austria ja immer wieder solche Mannschaften gehabt, auch bevor ich beruflich damit befasst war, mit Netz und Ugala und Dr. Schläger und wie die alle geheißen haben. Und auch das hat mir wahnsinnig imponiert, weil der Stil der Austria war, auch wie auch der von Rapid oder von der Vienna oder wem auch immer, das war unverwechselbar. Das war Stil. Das hat sich heutzutage durch die Änderungen im Fußball, durch die Entwicklung im Fußball, hat das natürlich alles ein bisschen verändert. Aber wenn man Austria hört, dann denkt man immer noch an attraktiven, schönen Fußball. Bestätigen auch viele Umfragen, die wir auch heute noch machen. Es ist eigentlich relativ egal, wie die Vorsaison verlaufen ist. Die Umfragen ergeben immer wieder, die Austria verbindet man einfach mit technisch hochwertigem Fußball. Ja, ganz genau. Und das war auch der Grund. Wie gesagt, in meiner beruflichen Karriere, die dann wirklich 1965 begonnen hat, habe ich das wegschalten können und ausblenden können. Für mich ist es darum gegangen, objektiv zu berichten, distanziert zu sein, keine Nähe zu einem Verein zu haben. Und man hat mich immer wieder gefragt, welcher Verein, und wenn man sich für Fußball interessiert, ist man doch ein Anhänger. Und das hat erstens mich nie deklariert, aber ich musste mich auch gar nicht deklarieren, weil ich so viele Mannschaften übertragen habe, die mir haben und die mir imponiert haben, dass ich keine wirkliche Präferenz gehabt habe, sondern eben für alle gleich war. Und es hat immer wieder dann auch Fragen gegeben, ja, aber jetzt sag uns einmal, wer ist dein Verein und warum und wieso. Und ich habe es nie gesagt und die Leute haben nicht gewusst, man hat mir Innsbruck, Sturm, Salzburg, Wiener, also Rapid, alles hat man nachgesagt und interessanterweise hat mich jetzt auch vor kurzem ein Mitarbeiter von dem, ich glaube Rapid Fan Magazin oder was, mit einer Sache angerufen, die auch lange vorbei war und hat gesagt, naja, aber Sie waren ja immer ein Grün-Weißer. Da habe ich gesagt, nein, ich war auch kein Grün-Weißer. Und wie gesagt, ich bin jetzt, wo die schwierige Situation im Fußball
war mit Geld, Corona und so weiter, habe ich mich entschlossen, zu meiner fußballerischen Jugendliebe zur Austria zurückzukehren sozusagen und bin Mitglied geworden, gemeinsam mit meinem Sohn. Der war allerdings von klein auf Austria-Anhänger, dem hat das auch besonders imponiert. Also auch sozusagen eine Jugendliebe für den Sohnemann? Ja. Ich glaube, das Mikrofon hat etwas. Ich darf aber trotzdem anmerken, und wir kommen später noch so ein bisschen auf deine Kommentatorenkarriere ausführlicher zu sprechen. Du bist dann 2009 in den Ruhestand angetreten, ja, und hast danach aber die Austria auch immer wieder unterstützt. Wenn ich da zurückdenke, beispielsweise an Videos, die wir für unseren Stadionneubau gemacht haben. Wenn ich an das All-Star-Team denke, das wir haben. Du bist Austria-Mitglied und du hast auch unsere Spieler und Spielerinnen immer wieder bei den Interviewtrainings unterstützt. Gibt es da vielleicht besondere Anekdoten, beziehungsweise, was mich auch interessiert, kann man das Talent eines Spielers auch bei diesem Interviewtraining schon irgendwie erahnen? Ich würde nicht sagen, dass man das Talent erahnen kann. Ich kann nur dazu folgende Anekdote erzählen. Ich habe ja diese Schulungen auch für andere Vereine gemacht und auch für die Nationalmannschaft und für Unter-21-Team und Nachwuchsmannschaften und so weiter. Und der Kapitän des Nationalteams, Baumgartlinger, der kommt immer noch zu mir jetzt, mittlerweile sind wir per Du, und sagt, ohne Sie damals und jetzt ohne die, hätte ich diese Karriere wahrscheinlich nicht gemacht. Und er begründet das auch sehr klug, weil er sagt, heutzutage kommt es nicht nur darauf an, dass du Fußball spielen kannst, sondern wie du dich auch präsentierst. Das ist auch mein Credo. Ich sage auch immer, wenn man sich entsprechend präsentiert, dann hat man, weckt man ein anderes Interesse für einen Verein, als wenn man diese Fähigkeit nicht hat. Und darauf lege ich auch großen Wert bei der Ausbildung, immer so Medienschulungen und so. Und der Baumgartlinger, Schulz, hat gesagt, also er hätte diesen Sprung nach Deutschland nicht geschafft, weil die haben ihn zwar beobachtet vom Fußballerischen, aber die haben sich auch genau angeschaut, wie er in der Öffentlichkeit auftritt, wie er bei Interviews wirkt, wie er eben den Club präsentieren kann. Und das hat mir sehr gut gefallen natürlich, hat mir nicht nur geschmeichelt, sondern es hat auch gezeigt, dass es eben nicht nur darauf ankommt, ob man einen schönen Schuss hat, einen schönen Pass, sondern dass man auch charakterlich stark sein muss und auch für den Verein da zu sein und für den Verein sozusagen Werbung zu machen. Das trifft auf den Punkt. Hans, wir wollen langsam zum heutigen Spiel zu sprechen kommen, bevor wir dann vielleicht nochmal ein bisschen auf deine langjährige Laufbahn zurückkommen. Ausgangssituation, 7. gegen 11. Was erwartest du von heute? Austria gegen Admira. 7. gegen 11. Sagen wir so, ich bin hier im Austria-Studio und hoffe natürlich, dass die Austria diese Mini Siegesserie von 3 Spielen jetzt auch weiter fortsetzt. Aus der Erfahrung und aus meinem historischen Wissen weiß ich allerdings, dass die Austria immer eine launische Diva war. Und wenn man geglaubt hat, ja, heute müsste es eigentlich klappen, dann hat es überhaupt nicht geklappt. Wenn sie Außenseiter waren, dann haben sie oft überraschend plötzlich gewonnen und eine große Leistung gezeigt. Ich hoffe, dass sie uns heute angenehm überraschen. Bedarf es nicht eines Blickes, was die letzten 70 Jahre betrifft, sondern das haben wir auch im letzten Jahrzehnt das eine oder andere Mal erlebt. Wir wollen uns ein bisschen die Aufstellungen schon anschauen. Wir haben noch knapp 18 Minuten bis zum Anpfiff und wollen schauen, für welche Startelf sich Christian Ilzer heute entschieden hat. Und zwar beginnt im Tor, wenig überraschend, wieder Patrick Penz. Danach in der Viererkette haben wir von rechts nach links Florian Klein, Michi Madl, Alex Borkovic und Christoph Marcinko, der zurückkehrt in die Mannschaft. Danach haben wir wieder einen Sechser, das heißt wir weichen wieder von 2 Sechsern zurück zu einem. Da steht Jimmy Cego, bildet das defensive Mittelfeld. Und knapp davor steht Dominik Fitz mit Alexander Grünwald, der abermals in der Startelf steht. Und davor eine Dreierkette, nämlich von rechts nach links. Pichler, der zuletzt getroffen hat, Christoph Monschein ist zurück in der Startelf und Manfred Zakaria ist ebenso wieder in der Startelf mit dabei. Hans, gibt es denn einen Spieler, dem du dieser Tage besonders gerne zuschaust, wenn du dir diese Startelf ansiehst? Ja, Dominik Fitz ist sicher
ein großes Talent, ist einer, der den entscheidenden Pass kann, der auch Tore macht. Also der ist sicherlich einer, der am Anfang einer großen Entwicklung steht. Ich habe vorher den Trainer gehört auch und der hat gesagt, man soll ihm aber nicht zu viel Last aufbürden. Und das ist meiner Ansicht nach sehr klug, weil darum hat er auch den Grünwald an seiner Seite, der ihm sicherlich einige Arbeit abnimmt oder Verantwortung abnimmt. Und er ist ein junger Spieler und man kann jetzt nicht erwarten, dass der jedes Spiel Superklasse spielt. Daher, aber auch der Pichler, den ich dort zwei, dreimal im Herbst gesehen habe, der hat mich durchaus überzeugt mit seinen Fähigkeiten und das könnte auch einer werden, der durchaus für die Austria in der Zukunft und jetzt schon sehr wertvoll ist. Was mich ein bisschen wundert immer oder was dieses Spiel vielleicht besonders brisant macht, sind zwei Tatsachen. Die eine ist, dass die Austria ja zahlreiche Admira-Spieler oder Ex-Admira-Spieler in ihren Reihen hat, die zwar heute größtenteils nicht zum Einsatz kommen, wie Zwierschitz, wie Ebner, auch Sachs. Mondschein spielt. Mondschein ist natürlich ein exzellenter Stürmer. Vielleicht beginnt er diesmal wieder zu treffen. Auch der ist einer, der mir sehr imponiert, weil er die Fähigkeiten hat, eben zu einem Goalgetter noch zu reifen. Er macht zwar jetzt schon viele Tore, aber jetzt hat er ein bisschen eine Durststrecke und daher ist zu hoffen, dass er diesmal auch entsprechend eingesetzt wird. Unser Topscorer und wir wollen gleich weiterschauen auf die Aufstellung der Admira, denn die war nämlich zu Änderungen gezwungen. Und zwar, vielleicht kannst du es uns groß ins Bild kurz zaubern, lieber Gregor. Und zwar sehen wir da im Tor Leitner, dann haben wir die Viererkette von rechts nach links, Pavelic, Bauer, Aiwu und Meier. Im defensiven Mittelfeld sehen wir Todd und Lackner, davor haben wir Jumland, Pusch und Kadletz und ganz vorne ist Bakisch. Die Admira muss heute verzichten auf Schösswender, der gesperrt ist. Ja. Das heißt, da fehlt ein sehr kopfballstarker Spieler und auch auf Kerschbaum, der zwar auf der 8 eher zu Hause ist, beim letzten Spiel aber in Altach eher im linken Mittelfeld gespielt hat. Was erwartest du von der Admira heute? Ja, die Admira ist ja bekanntlich in akuter Abstiegsgefahr, wie man so schön sagt. Und die wird sicherlich alles daran setzen, dass sie dieses Spiel mit einer entsprechenden Taktik, aber auch mit entsprechender Härte dieses Spiel unter Umständen unter Kontrolle bringt und auch gewinnt. Man muss ja ehrlicherweise und fairerweise feststellen, dass sie beim ersten Spiel hier in der Generali Arena die weit bessere Mannschaft war, weit besser, aber die gefährlichere Mannschaft und auch mehr Chancen gehabt hat. Das heißt, unterschätzen darf man diese Admira ganz und gar nicht. Und dazu kommt auch noch, dass da als Faktor der Sportdirektor Ernst Baumeister dazukommt. Austria-Legende, wissen wir, 8-mal Meister, 4-mal Cupsieger, in der Nationalmannschaft gespielt, im Europacup-Finale 78 für die Austria gespielt. Also eine Austria-Legende, aber auch bei Admira sehr erfolgreich gewesen als Trainer und angeblich, ich bin nicht in der Kabine, aber angeblich ist mit ihm auch wieder eine sehr gute Stimmung bei der Admira in die Kabine eingezogen und er hat natürlich schon auch die Fähigkeiten, weil er einen sehr guten Blick für Spieler und für Spielsituationen hat, dass er unter Umständen die Mannschaft auch auf die Austria richtig einstellen wird. Felix Magath hat das auch hier bei uns im Interview beim 1:0-Sieg der Austria, glaube ich, in ähnlicher Weise auch beschrieben, dass Ernst Baumeister genau diesen Faktor mit hineinbringen soll. Wir sehen jetzt gerade die Mannschaft, wie sie in der Südstadt angekommen ist. Auch immer ganz spannende Bilder. Wir haben die Admira hier jedenfalls als sehr tiefstehenden Gegner kennengelernt, der dann nach einer Heimniederlage vor einer Woche sein System umgeändert hat, von einer Dreierkette hinten auf eine Viererkette. Was ich dich ebenfalls noch fragen wollte, wie schätzt du den Faktor Felix Magath ein? Was kann der allgemein für die österreichische Liga bedeuten? Was bedeutet der aber im Speziellen für die Admira?
Felix Magath ist natürlich eine starke Persönlichkeit im internationalen Fußball. Und bei der Admira hat er ja einiges umgekrempelt, hat auch den Trainer jetzt geholt, Soldo, hat den Ernst Baumeister zurückgeholt und er ist sicherlich jemand, der Visionen hat im Fußball. Als Trainer war er der Quelix, also der, der extreme Anforderungen an die Kondition der Spieler und an die Fitness der Spieler gemacht hat. Aber es ist halt die Frage, ob sich das in dem Maß bei der Admira umsetzen lässt, wie er sich das erwartet hat. Er hat ja noch dazu auch einen Verein in Deutschland und ich glaube noch einen Verein in Holland, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also da teilt sich das Interesse schon ein bisschen auf, aber zuletzt war er sehr häufig bei der Admira. Also da sieht man schon, dass ihm die Admira da am Herzen liegt. Auf jeden Fall ein Gespür für die Mannschaft bewiesen, wenn er sagt, dass es auch für die Mannschaft wichtig ist, dass man Ernst Baumeister zurückholt. Ich möchte wieder zurückkommen ein bisschen auf den Job des Kommentators, weil das auch eine ganz interessante, ein ganz interessanter Bereich ist, den man eigentlich sehr selten beleuchtet. Man kann da durchaus auch von einer Liebe zum Job sprechen, nehme ich an. Und was vielleicht viele auch nicht wissen, der Kommentatorenjob, der besteht ja nicht nur 90 Minuten am Spieltag, sondern da bedarf es jeder Menge Vorarbeit. Wie schaut denn das eigentlich aus? Also ich möchte nur eines noch eines möchte ich vorher noch anmerken. Es wurde gesprochen von allen Seiten, die ich für die, alle möglichen Dinge, die ich für die Austria gemacht habe. Die größte Ehre war für mich, dass ich bei den Legenden oder bei den Allstars ein bisschen mitkicken durfte. Der Toni Pfeffer, weil ich habe auch bei der Copa Pelé, also bei den alten Internationalen, ein bisschen spielen dürfen. Und eines Tages ruft mich der Toni Pfeffer an und sagt, du, wir spielen gegen Rapid und du bist dabei. Sag ich, aber ich bin keine Legende der Austria. Hat er gesagt, nein, das ist wurscht, wenn ich sage, bist du eine Austria-Legende. Dann wurde das anscheinend auch auf höherer Ebene noch besprochen und ich bekam das okay und bin wirklich mit großem Stolz mit dem Trikot, ich glaube, 3-4 Mal eingelaufen. Gut, das ist das eine. Das zweite kommt. Sehr, dass du dabei bist. Ja, naja, jetzt ist, glaube ich, langsam aus. Ich habe einen Bandscheibenvorfall. Jetzt wäre ich mit 26 wäre ich, glaube ich, langsam die Karriere ausklingen lassen. Aber nein, nichtsdestotrotz Kommentatorentätigkeit. Natürlich ist das viel, viel länger. Obwohl sich das auch jetzt gewandelt hat mit den neuen Möglichkeiten, mit Internet und so weiter. Wir haben noch, ich habe ganze Ordner gehabt, die ich immer durchstöbert habe und Bücher, wo ich nachgelesen habe und was ich mir bei der Vorbereitung. Ich bin zu einer Weltmeisterschaft gefahren, Argentinien oder Spanien, da habe ich einen eigenen Koffer nur mit Ordnern und Büchern und Fakten gehabt, um mich entsprechend vorzubereiten. Heute drückst du auf einen Knopf im Internet und bekommst alle Daten geliefert. Also das hat sich vereinfacht, aber trotzdem muss man sich sehr seriös auf jedes Spiel vorbereiten, denn was immer du sagst, es ist gesagt, es hat sich dem Gehege deiner Zähne, wie man so schön sagt, ist es entkommen und damit ist es für den Zuschauer, ja, was, der kennt sie nicht aus, der kennt sie nicht aus, der, wieso sagt er, das ist der, das ist ja der ganz andere gewesen und so weiter. Und mein Credo war immer, wenn ich als Kommentator beginne und dann habe ich so 50-50 bei den Leuten, die zuhören. Wenn es mir noch gelingt, 25% auf meine Seite zu ziehen, dann ist es großartig. Mehr wird man als Kommentator nie bekommen. Warum? Bei dem einen redest du zu langsam, dem anderen zu schnell, dem dritten zu fachlich, dem vierten zu wenig fachlich, dem fünften lastig für den einen Club oder für den anderen Club und du siehst nicht, warum das ein Hens war oder warum es kein Hens war. Also da und verwechselst Namen. Einer hat deine Arbeit sehr honoriert, das war der Ernst Happel. Du warst nämlich der einzige nicht-holländische Journalist, der, glaube ich, bei besagter WM in Argentinien den Ernst Happel nach der Finalniederlage interviewen durfte. Ja, auch das ist richtig. Ernst Happel, mit dem Ernst Happel hat mich
nach seiner aktiven Zeit, aber ich habe ihn bewundert als Spieler auch, weil er ein hervorragender Fußballer war. Aber ich habe ihn dann auch als Trainer in Holland einige Male besucht und in Belgien. Er hat mir immer gesagt, du musst Liebtauer und Grünewald-Linner mitbringen. Das habe ich auch brav gemacht. Aber es war ein Vertrauensverhältnis. Er hat mich, obwohl er kein großer Redner war und schwer jemanden an sich herangelassen hat, hat er mich anscheinend geschätzt, hat mich auch, da war er mit dem HSV im Europacup-Finale, also UEFA-Cup-Finale, und er hat mich abgeholt am Flughafen. Ich habe gesagt, ja, du musst ja bei der Mannschaft sein, sagt er, na, die wissen eh, dass ich aufpasse. Also hat mich vom Flughafen abgeholt, hat mich zur Mannschaft geführt, also und hat zugeschaut, wie im Garten hat gespielt der Beckenbauer, der Kaltz, der Magath. Die haben alle im Garten Hösche gespielt und ich bin mitten dabei gewesen. Also es war unglaublich. Und bei dem besagten WM-Finale hatte ich mit ihm ausgemacht, ich war vorher im Trainingslager mit den Holländern, bei den Holländern, und habe ich ausgemacht, er muss bitte, ich stehe auf dem Weg vom holländischen Fernsehstudio zur internationalen Pressekonferenz, da stehe ich mit einer Kamera. Und er hat gesagt, kein Problem, ich bleibe stehen. Beim holländischen Fernsehen hat es durch einen Satellitenausfall ein bisschen länger gedauert. Er ist dann aber trotzdem gekommen, umringt von einem Schwarm von Offiziellen, die gesagt haben, also wir müssen weiter zur internationalen Pressekonferenz. Er hat gesagt, nein, ich bleibe da, das ist jetzt mein Freund. Und hat mir ein ellenlanges Interview über, also damals ellenlang, 7 Minuten gegeben. Und nachher ist er nicht zur Pressekonferenz gegangen, sondern hat gesagt, jetzt habe ich genug gesagt, ich gehe jetzt was trinken. Und ist nicht zur internationalen Pressekonferenz gegangen. Wir haben beim ORF haben ihn gehabt. Schöne Anekdote, jetzt haben wir noch knapp 6 Minuten bis zum Amphifahren. Ich darf dich um den Tipp für das heutige Spiel bitten. Die Austria gastiert bei der Admira, was glaubst du, wie geht's aus und wer macht die Tore? Also, ich möchte nur dazu sagen, Ivo Vastic hat beim letzten Mal sowohl das Ergebnis als auch einen Torschützen erraten. Ja, der Druck ist hoch, der Ivo ist auch ein Freund von mir. Ich würde sagen, na, ich muss optimistisch sein. Ich sage, ja, ich sag, also Admira gegen Austria 1-2 und die Torschützen sind Pichler und Mondschein. Das ging doch mal gut. Liebe Veilchen, wir sind gleich wieder für euch da. Wir zählen noch 5 Minuten und 25 Sekunden bis zum Amphi. Wir bauen ganz kurz das Studio um und dann wird Hans Huber gemeinsam mit unserem Stadionsprecher Wolfgang Slawik das Spiel in der Südstadt für euch kommentieren. Bleibt dran, wir sind gleich wieder für euch da.
Es geht also in Kürze los in der Südstadt in der BSFZ Arena mit der 29. Runde in der Tipico Bundesliga und mit der Partie FC Flyer La Matmira gegen FK Austria Wien. Es beginnt quasi heute die Rückrunde in der Qualifikationsrunde. Das Hinspiel haben die Veilchen ja, hat unsere Austria hier mit 1:0 gewonnen durch einen Treffer von Dominik Fitz. Und jetzt sind wir für euch wieder live zurück auf Viola TV bei unserem Viola TV Daheimspiel und mit mir an meiner Seite Reporterlegende Hans Huber. Hans, schön, dass du mit dabei bist heute und mit mir die Partie kommentierst. Freut mich sehr, mache ich gerne und bin schon gespannt. Wir haben auch schon unseren Trainer, Christian Ilzer, steht da in der Sonne in der Südstadt. Das Spiel wird heute geleitet von Herrn Christian Petro Ciocirca aus der Steiermark, 31 Jahre jung, und der Ampfiff ist der Erfolg. Die Südstädter spielen in schwarzen Trikots von rechts nach links und unsere Veilchen in den Auswärtstrikots ganz in weiß von links nach rechts. Erster Angriff durch die Mitte bei den Südstädtern, aber gut aufgepasst im Abwehrzentrum von Michi Madl. Dann geht es über die rechte Seite, da ist erstmals Aivo. Dann gibt es ein Foulspiel vom Benedikt Fichler, der zuletzt in Innsbruck ja den 2:1 Siegestreffer erzielt hat und das 1:0 vorbereitet hat. Dann ein weiter Abschlag nach vorne in Richtung Sinan Bakic, der heute erstmals wieder aufgeboten wird von Zvonimir Soldo, war zuletzt nicht im Kader, hat aber eine sehr, sehr starke Partie gespielt hier bei uns in der Generale Arena, war einer der Besten, hatte da viele Chancen liegen gelassen. Viele Chancen, genau. Viele Chancen und hat sie aber nicht genützt. Vielleicht war auch das ein Grund, dass er jetzt ein bisschen auf die Ersatzbank verbannt wurde. Aber man sieht schon, die Admiraner wollen sehr aggressiv beginnen. Vorchecking gleich gegen die Abwehr, also die Austria, kaum Möglichkeiten herauszuspielen im Augenblick. Benz, Grünwald. Und jetzt wird es darauf ankommen, einmal ein bisschen schneller umzuschalten, wenn Admira so weit vorne presst. Jetzt gibt es Einwurf durch Mario Pavelic auf der rechten Seite im Mittelfeld. Aber gleich nochmals der Einwurf. Dann ein Kopfballduell und dann ist der Ball wieder in den Reihen unserer Veilchen. Neuer Spielaufbau über Alexander Borkovic, der heute die Innenverteidigung bildet mit Mike Madl. Eric Palmer-Brown heute nicht in der Startelf. Rechts geht es über Benny Pichler, der zurück zu Florian Klein. Und sofort versuchen die Südstädter wieder anzupressen, da über Kadletz früh zu stören. Und Borkovic verlagert über links. Ja, ist im Augenblick nicht leicht für die Austrianer rauszuspielen, weil sie so früh attackiert werden. Klein, der zuletzt stark ansteigende Form gehabt hat. Immerhin erstmals in der Nähe des gegnerischen Strafraums mit Christoph Mondschein. Ja, Christoph Mondschein, der wird natürlich top motiviert sein, der Ex-Admiraner. Unser Top-Torschütze hat bereits 15 Treffer am Konto, ist unser Top-Torschütze. Dann gibt es den Einwurf in eine Kopfballverlängerung, da ist erstmals Andreas Leitner zur Stelle, der Admira-Torhüter und Kapitän. Auch der hat vor kurzem seinen Vertrag verlängert, übrigens sind bei den Admiranern. 3 Minuten gespielt, Hans, und es ist ein erstes Abtasten. Es ist noch nicht viel passiert, keine richtigen Torszenen. Ja, aber es ist schon relativ klar erkennbar, Admira versucht, die Austria unter Druck zu setzen. Die Austria im Augenblick noch ein bisschen mit verhaltenem Beginn. Sie versuchen einmal die Abwehr zu stabilisieren und diesen ersten Druck der Admira auszugleichen. Oh, da kommt jetzt Kadletz zum Ball, er will sofort in die Tiefe spielen. Bakic bekommt dann einen Schlag ab, das Spiel läuft aber weiter. Alex Grünwald mit dem Wechselpass auf den linken Flügel. Und ja, diesmal Pavelic kann sich da durchsetzen gegen Zakaria. Und dann gibt es den neuen Spielaufbau bei der Admira, Abschlag von Leitner. Und das ist wieder mal Borkovic. Borkovic statt Palmer Braun in der Startelf heute. Pichler mit dem Passretour dann auf Florian Klein. Wir sind also in der rechten Abwehrseite. Dann geht es über Michi Madl, wieder über Alex Borkovic. Und dann der weite Abschlag nach vorne. Ja, aber das ist natürlich, das entspricht nicht den Intentionen des Austria-Spiels, dass sie mit dem langen Pass gehen müssen, sondern die Austrianer versuchen ja zu spielen. Wir haben jetzt gerade gesehen, ein paar Fans in den
Baumwipfeln lassen sich dieses Spiel nicht entgehen und verfolgen die Begegnung außerhalb des Stadions. Also doch ein paar Zuschauer hinter verschlossenen Toren leider. Ja. Also es haben einige Veilchen trotzdem den kurzen Weg auf sich genommen. Es sind nur 10 Kilometer Luftlinie von hier, von der Generalarena, wo wir uns befinden, in die Südstadt. Abschlag dann von Penz. Dann ist Bichler kurz dran per Kopf. Grünwald im Zentrum. Sehr eng, da kommen sofort zwei, drei Gegenspieler. Also die hat Mira versucht, da oft zu doppeln, schnell den gegnerischen Spieler, den ballführenden Spieler zu attackieren und zu stören. Ja, und man muss sagen, die Admira spielt das bisher sehr geschickt in diesen ersten Minuten, setzt die Austria immer wieder unter Druck, presst geschickt und lässt die Austria nicht wirklich herausspielen. Ja, Kolja Pusch hat zusammengekracht mit Michi Madl. Es war ein Pass in die Tiefe von Bauer und dann Pusch gegen Madl. Aber können beide Watte machen. Bisschen gehumpelt, Michael Madl, aber geht weiter. Ja, ein bisschen kritischer Blick von Trainer Ilzer. Dem scheint das gar nicht so richtig zu schmecken, wie die Austria im Augenblick hier unter Druck gesetzt wird. Jetzt wieder ein Ballverlust im Mittelfeld und jetzt das Umschaltspiel bei den Admiranern über Kolja Pusch, aber der spielt das schlecht nach vorne. Monchain mit der Brust hat er versucht, da seine Mitspieler in Front zu bringen, aber ist nicht ganz geglückt. Und immer wieder der Rückpass zu Toyota Penz, weil es einfach sehr schwierig ist, hier einen Platz für ein Abspiel in die Tiefe zu finden. Der Austria übrigens noch ungeschlagen gegen die Admira in dieser Bundesliga-Saison. Es gab da zwei Unentschieden im Grunddurchgang, 1-1 in der vierten Runde, dann ein 0-0 auswärts in der Südstadt in Runde 15 und dann natürlich jetzt in der Qualifikationsrunde der 1-0 Heimsieg nach der Corona-Pause. Das waren so die letzten drei Partien gegen die Südstädter unserer Austria. Also ganz auffallend dieses frühe Attackieren der Admira, die ist vielleicht als Überraschungseffekt, nachdem man in der Generali Arena eher mit einer verstärkten Abwehr aufgetreten ist und jetzt also völlig veränderte Taktik und völlig veränderter Spielaufbau bei den Südstädtern. Die Austria tut sich schwer. Jimmy Cego heute als einziger Sechser im defensiven Mittelfeld, spielt einmal kurz Retour und dann geht es nach vorne bei der Austria und zwar ist der Florian Klein, muss aber auch wieder zurückspielen an die Mittellinie zu Michi Madl, der auf Borkovic. Also man hat da noch nicht das richtige Mittel gefunden. Unsere Mannschaft tut sich da noch schwer, nach vorne durchzubrechen, ins Angriffsdrittel, in die letzte Zone, in den 16er. Zvonimir Soldo, den hat ja Felix Magath hier installiert in der Südstadt. Sehr erfolgreicher Spieler gewesen und dann auch Co-Trainer bei Felix Magath gewesen, deshalb hat er ihn hier in die Südstadt geholt. Eigentlich ein eher defensiv ausgerichteter Trainer, aber mit dem Ernst Baumeister hat er an seiner Seite jetzt einen Mann, der den gepflegten Fußball liebt. Daher hat die Admira vielleicht auch das Spiel ein bisschen umgestellt. Jetzt gab es ein Foulspiel von Daniel Todt und zwar an Dominik Fitz, glaube ich, ja. Dominik Fitz geht da zu Boden. Schiedsrichter Giukirka pfeift hier den Freistoß für die Austria. Ein hoher Ball in Richtung rechter Seite. Volleyabnahme direkt dann von Pichler. Mondschein legt den Ball etwas zu weit vor gegen Leitner. Und das gibt dann, glaube ich, leider Abstoß. Ballbesitz für die Admira und keine Ecke. Mondschein hat noch ein bisschen reklamiert, dass es hier einen Eckball hätte geben müssen. Aber es bleibt beim Abstoß vom Tor von Admira-Torhüter Leitner. Also bisher
keinerlei Verunsicherung bei Admira zu merken, weder wegen der Abstiegsangst noch nachdem die Verteidiger sozusagen ausgetauscht werden mussten. Ernst Baumeister beobachtet auch das Geschehen hier durchaus kritisch, aber er sieht eine Admira, die durchaus einige Qualitäten hier entwickelt und gezeigt hat. Und bis jetzt, muss ich sagen, ist diese Admira auf dem Weg, all diese Vorgaben, die wahrscheinlich mitgegeben wurden, zu erfüllen. Ja, Foul jetzt an Benedikt Pichler. Ernst Baumeister muss übrigens heute auch ein bisschen seine Austria-Liebe dann ausblenden, ist ja auch eine Austria-Legende natürlich, und aber jetzt als Sportdirektor verantwortlich in der Südstadt, war schon Trainer dort und jetzt als ein Sportdirektor zum vierten Mal übrigens dann schon zurückgekehrt mittlerweile in die Südstadt. Ja, war ein bisschen überraschend, weil er schon bei Stripfing als Sportdirektor tätig war und dann zurückgeholt wurde und hat sich aber gleich entschlossen, dieses Angebot anzunehmen. Jetzt ein Distanzschuss und ist der Treffer 1-0 für die Austria. Dominik Fitz. Dominik Fitz. 11. Spielminute. Aus dem Nichts ein Distanzschuss. Unsere Nummer 36 trifft hier zum 1-0. 1-0 für die Austria. Und das ist natürlich ein sehr erfreulicher Spielbeginn für die Austria, auch wenn es jetzt lange Zeit so ausgesehen hat, als könnte Admira das Spiel der Austria doch einigermaßen neutralisieren und unterbinden. Babelic, schlecht rausgespielt, direkt vor die Beine von Fitz und der zieht ab aus, ja, das sind sicher 30, 35 Meter. Direkt auf Fitz, der nimmt sich den Ball zweimal mit und zieht dann, ja, dreimal war es sogar, und damit rechts abgezogen ins rechte Eck. Leitner hatte hier keine Chance und Dominik Fitz war schon unser Goldtorschütze im Hinspiel beim 1-0 Heimsieg gegen die Admira und es geht weiter. Das gibt es natürlich Auftrieb. War ein ganz präziser Schuss von Dominik Fitz, genau ins Eck. Leitner auch vielleicht ein bisschen überrascht, dass Fitz aus so großer Distanz abgezogen hat. Also 1-0, ein sehr erfreulicher Spielstand für die Austria. Jetzt gibt es Einwurf auf der rechten Seite durch Florian Klein. Der wird weit einwerfen in den 16er hinein, so ist es. Da kommt der Ball hinein in die Box und dann rausgeköpft von der Admira. Alles eng beisammen. Zweiter Ball bei der Austria. Klein könnte vielleicht abschließen, wird aber der Flankenball und dann ist Leitner ganz sicher zur Stelle. Somit wieder die Admiraner im Spielaufbau über Morten Juhlmann, der U21-Teamspieler Dänemarks. Mit einem Fehlpass. Grünwald sichert dann ab, liegt kurz ab auf Zakaria. Wieder Alex Grünwald im Zentrum. Und so Grünwald ist im Augenblick so der Stabilisator im Mittelfeld bei der Austria. Wann immer er am Ball ist, kann man relativ sicher sein, dass da etwas Kluges herauskommt, dass er den Ball nicht verliert, sondern hält oder gut abspielt. Auch in diesem Fall jetzt wieder zurück zu Tormann Penz. Also wirklich, da muss man sagen, da ist schon ein Faktor im Spiel bei der Austria, der überaus wichtig ist, weil er sozusagen ein ruhender Pol im Spiel der Violetten ist. Und zudem auch ein sehr, sehr guter Standardschütze mit ruhendem Ball. Freistoß, toll versenkt auch gegen Mattersburg. Jetzt gibt es einen Foul von Jimmy Dzeko, der heute wieder retour ist. Der war nämlich gesperrt gegen die WSG Swarovski Tirol im Retourspiel. Die 5. gelbe Karte gesehen im Hinspiel und dann hat er müssen zuschauen am vergangenen Spieltag. Die Admira mit Markus Meyer, Linksverteidiger. Dann kommt eine Flanke von der rechten Seite Richtung zweiter Stange. Kadletz und dann reklamieren die Admiraner hier Handspiel, aber Ciocirca pfeift nicht. Szene läuft weiter, Spiel ist noch nicht unterbrochen. Vielleicht bekommen wir dann später noch eine Zeitlupe, Hans. Zumindest ja, haben sie reklamiert. Hat für mich nicht danach ausgesehen, aber ohne Zeitlupe ist das hier ein bisschen schwierig zu beurteilen. Aber es wird ja heutzutage sehr schnell immer Handspiel reklamiert und die Regel ist ja auch irgendwie nicht hundertprozentig klar definiert. Verbreiterung ja, Absicht nein. Da gibt es viele Möglichkeiten der Auslegung und wenn der Ball aus knapper Distanz an die Hand geht, dann pfeift man nicht oder pfeift doch. Also das ist eine schwierige Regelauslegung. Auf alle Fälle ist das Spiel
weitergegangen. Da wird es aber selbst wahrscheinlich mit dem Video Assistant Referee, der dann kommt in der nächsten Saison im Finaldurchgang. Selbst da gibt es oft noch Diskussionen, kennt man schon aus der deutschen Bundesliga. Also natürlich. Selbst da ist nicht alles dann gerecht, sagen wir mal so. Ja. Weiter Ball nach vorne von der Austria, Ball landet bei Andi Leitner. Der Admira-Kapitän. Kommt dann wahrscheinlich der Ausschuss oder versuchen sie es spielerisch rauszuspielen? Ja. Der Ausschuss von Leitner auf die rechte Seite. Und dieser dänische unter 21-Spieler, der macht einen durchaus fitten Eindruck. Hat aber zuletzt einen Elfmeter vergeben für die Admira. Ja, da köpft Kartletz Grünwald an die Hand. Aber ja. Gut, der springt natürlich in Richtung Ball, will in den Zweikampf gehen. Hat die Hand fast angelegt, also eine absichtliche Verbreiterung erscheint mir da nicht gegeben. Aber natürlich, es hat schon Schiedsrichter gegeben, die auch solche Situationen für einen Elfmeterpfiff genützt haben. Wir sagen danke, dass es diesen Elferpfiff nicht gegeben hat und unsere Veilchen führen weiterhin mit 1:0 durch den Treffer in Minute 11 durch Dominik Fitz. Ballbesitz war auch so zu erwarten, Hans, 73% für die Austria. 90% Passgenauigkeit bislang. Kurze Statistik, die wir euch hier gerne weitergeben. Und dann Todd gegen Fitz. Ziemlich rüdes Einsteigen. Das wird die erste gelbe sein in der Partie, glaube ich, oder? Für Daniel Todd oder bleibt sie bei der Ermahnung? Ja, nehme ich an, auch ein bisschen eine Vorgabe gewesen sein, Fitz nicht richtig ins Spiel kommen zu lassen und auch sehr intensiv an den Mann zu gehen. Hat man jetzt schon in einigen Situationen gesehen, dieses Tor von Fitz wird diese Aufgabe vielleicht noch unterstrichen und verstärkt haben. Und daher auch diese Attacke, die von Tod da lanciert wurde. Und Trainer Ilzer beschwert sich meiner Ansicht nach zu Recht, weil so attackiert man nicht einen Gegenspieler. Nochmal der Treffer, herrlich gemacht von Dominik Fitz. Und du hast es richtig angesprochen, Leitner war in die andere Ecke unterwegs, ist vielleicht auch sogar ein bisschen noch weggerutscht, der Admira-Torhüter. Er hat eine ganz eigenartige Flugbahn gehabt, meiner Meinung nach, dieser Ball. War aber, soweit ich gesehen habe, nicht abgefälscht, aber vielleicht minimal, aber er hat eher so ausgeschaut, dass er in diese Richtung gegangen ist, aber die Flugbahn war, wie du völlig richtig sagst, ein bisschen eigenartig und er war der Torhüter, Leitner hat geglaubt, andere Eck, ein Schritt und dann kommt man einfach nicht hin, wenn der Ball so präzise geschossen ist. Das konnte früher unter anderem auch Roberto Carlos ganz gut mit diesen Flugbahnen, mit seinen Schüssen. Ja, das im Press von Real Madrid. Immer, genau. Also das war ganz schwer zu berechnen, weil die haben im letzten Augenblick eine Kurve gemacht. Dominik Fitz kann hoffentlich weitermachen, steht draußen in der Coachingzone beim vierten offiziellen Markus Hameter und bei unserem Coach Christian Ilzer. Wäre bitter, wenn unser Torschütze hier zum 1:0 nicht weitermachen kann. Und Alex Grünwald klärt den Seitenout, gibt Einwurf auf der linken Seite für die Admiraner. Die Blitztabelle, wir wären jetzt mit 28 Punkten Tabellenführer. Der Admira auf Position 5 mit 14 Zählern. Fitz wieder da, Gott sei Dank. Gott, nein, aber er muss wieder, er setzt sich raus. Fitz wieder raus. Hans, leider. Ich befürchte, da ist was passiert bei Fitzi. Ja. Schmerzverzerrtes Gesicht, das tut Mondschein. Natürlich weh. Die Szene läuft weiter, Mondschein ins Zentrum, dann lässt Sakaria kurz abprallen für Pichler, kein Foulpfiff. Und jetzt das Stürmerfoul von Sakaria. Etwa in der Mitte vor dem 16er. Probier das nochmal, Dominik Fitz, aber humpelt. Probiert es noch einmal, so ganz fit wirkt er nicht und jetzt geht er noch einmal hinaus. Also ich fürchte, das war das Ende dieses Spiels für Dominik Fitz und die Admira nützt jetzt diese nominelle Unterlegenheit der Austria. Versucht es auch mit einem Weitschuss. Alles jetzt ziemlich in der Spielhälfte der Austria. Unsere Veilchen haben sich da mal zurückgezogen. Jetzt mit einem Mann weniger natürlich. Dominik Fitz fehlt aktuell noch immer. Bin gespannt, wer da jetzt kommen wird. Mittlerweile ist der Ball wieder bei der Austria-Abwehr. Ja, Thomas Ebner macht sich bereit. Also Thomas, ein Defensivspieler. Auch ein früherer Admiraner. Richtig. Ja. Und Fitz muss da gestützt werden von
Florian Metz unter anderem. Schaut gar nicht gut aus. Der linke Fuß ist da betroffen. War da genau eingezwickt, eingeklemmt inzwischen den beiden Beinen von Daniel Todt. Interessant, dass jetzt statt Fitz ein defensiver Spieler kommt mit Ebner. Das heißt, Ilzer versucht, diesen Vorsprung ein bisschen abzusichern oder vielleicht geht auch Grünwald sozusagen ein paar Meter weiter nach vorne in der taktischen Aufstellung. Beziehungsweise vielleicht wieder von 4-1-4-1 auf 4-2-3-1 umgestellt, weil vielleicht Ebner mit die Doppel-6 dann bilden wird, ja, mit James Jago. Kann ich mir gut vorstellen, dass diese Überlegung jetzt von Christian Ilzer dahinter steckt. Jetzt Juhlmann, rechts raus. Flankenmöglichkeit für die Admira. Nein, jetzt kommt der Flankenball in den Rückraum. Ah, und dann verpasst der Admiraner hinten. Kommt Meier, der zieht ab mit rechts. Gott sei Dank links am Tor vorbei von Patrick Penz. Auch ein Schuss aus eher größerer Distanz. Nicht schlecht angetragen aufs Kreuzeck. Und ja, war knapp. War wirklich knapp. Muss ich sagen. Und hier noch einmal dieses Foul an Dominik Fitz. Ganz unglücklich. Er nimmt sich den Ball mit, will vorbei an Todt. Der rutscht hinein und dann zwickt Todt quasi das Bein von Dominik Fitz ein. Und jetzt ist der Wechsel vollzogen. In Minute 21. Leider ein verletzungsbedingter Wechsel früh. Thomas Ebner kommt für Dominik Fitz in die Partie. Es darf jetzt auch bis zu 5-mal gewechselt werden, Hans. Ist ja auch neu. Ist neu und ist natürlich angesichts dieser Vielzahl der Spiele absolut richtig, dass man hier die Spieler schützt. Und es ist ja auch so, wenn man auch international schaut, die vielen Verletzten bei verschiedenen Mannschaften zeigt natürlich, dass die Beanspruchung der Spieler schon immens geworden ist. Und daher ist es ganz, ganz wichtig und richtig, dass man hier die Möglichkeit den Trainern gibt, dass sie mehr rotieren. Jetzt hat es vorne das Duell gegeben am linken Flügel zwischen Mondschein und Bauer. Jetzt der Admira, Bakisch mit dem Pass in die Tiefe. 2 gegen 2 Situation. Nochmals der Querpass auf die 16er Linie. Bakisch, 1 gegen 3, Abschluss. Dann blockt Michi Madl ab und letztendlich können wir die Situation erstmals klären. Ja, da war es aber jetzt kurz mal richtig brenzlig im Strafraum. Irgendwie hat die Austria den Ball da noch weggebracht. Fast wäre Bakisch noch einmal zum Schuss gekommen. Und die Austria wirkt im Augenblick durch diesen Wechsel ein bisschen unsortiert. Im Augenblick hat man so das Gefühl, die Austria muss erst wieder zu ihrer Formation finden. Ja, Zvonimir Soldo, der Admira-Coach, wittert da, jetzt könnte etwas gehen. Ein Momentum jetzt vielleicht auf der Seite seiner Mannschaft. Ganz rechts, die Admira, gut herausgespielt, bedauerlicherweise. Und dann ist der Ball aber bei Torhüter Penz, springt ihm in die Hände. Eine knifflige Situation war das, nicht ungefährlich, aber die Austria konnte das noch bereinigen. Kolja Pusch war damit vorgerückt bei der Admira. Ball in Richtung Mittelkreis, da kommt Grünwald kurz zu Fall. Spiel läuft aber weiter, Ballbesitz, Vorteil für die Veilchen. Florian Klein auf Mondschein, der sich ein bisschen zurückfallen hat lassen. Mondschein dann wieder rechts rausspielen auf Pichler. Abgeblockt von der Admira. Und wieder Morten Juhlmann über die rechte Seite. Nimmt Tempo raus, der Däne. Der Admira versucht es mit einem hohen Ball da die letzte Abwehrkette zu überbrücken. Der Austria. Und dann wird Patrick Penz angespielt. 23 Minuten sind gespielt in der BSFZ-Arena in der Südstadt. Admira gegen unsere Austria 0-1 durch den Treffer von Dominik Fitz in Minute 11, falls ihr jetzt erst zugeschaltet habt. Leider musste Dominik Fitz dann vor wenigen Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Irgendwie ist jetzt ein bisschen ein Bruch im Spiel der Austria. Die nach vorne geht im Augenblick sehr wenig. Und Ebner, Dzeko, die müssen sich in dieser Funktion jetzt, glaube ich, erst zurechtfinden. Klein. Jetzt einmal Pichler auf der rechten Seite. Kommt einmal durch. Guter Stangelpass, aber etwas zu weit.
für Mondschein. Mondschein ist meistens von zwei Gegenspielern gut markiert, hat es daher extrem schwer, allein vorne läuft viel, aber so viel herausgekommen ist im Augenblick bei ihm leider noch nicht. Wartet jetzt schon länger auf seinen 16. Saisontreffer. Jetzt springt hier Morten Juhlmann der Ball weg und das sind die zwei gesperrten Spieler. Der Admira, Christoph Schösswender geht natürlich ab in der Abwehr und auch Kerschbaum, der zuletzt getroffen hat gegen Altach, hat das 1:0 erzielt in Altach. Roman Kerschbaum, die beiden Herren mit Sonnenbrillen hinten auf der Tribüne als Zuschauer in Zivilkleidung. Er wird natürlich viel lieber am Platz stehen heute. Schösswender wäre natürlich auch in der Offensive sehr gefährlich. Bei Cornern, bei Standardsituationen ein sehr guter Kopfballspieler. Wie gesagt, die haben beide die fünfte gelbe Karte kassiert und deshalb heute gesperrt. Jetzt der Austria wieder im Spielaufbau. Fehlpass dann von Grünwald, da ist der Ivo. Im Moment ein bisschen das Tempo auch draußen in der Partie. Also der Admira versucht jetzt wieder ganz sachte sozusagen, sage ich mal, und langsam das Spiel aufzubauen. Jetzt wieder ein bisschen ein Tempo-Dribbling von Ivo links raus auf Markus Meyer. Meier 1 gegen 1 gegen Flo Klein, sauberes Tackling. Gegen Pickler war es Bardot und da war meiner Meinung nach ein Tritt oder eine Tätlichkeit womöglich, Hans. Hat nach einem Tritt ausgesehen. Wieder gegen Pickler, das hat schon... Ja, Pickler ist es, Pickler, ja, gegen Pickler. Und das war also schon sehr, sehr körperbetontes Einsteigen, um es vorsichtig zu sagen. Das war auch im Drüberspringen hat er den Gegenspieler noch getroffen. Ich will ihm keine Absicht unterstellen, aber es hat böse ausgesehen. Ja, Benedikt Pickler hatte da auch schon zuletzt im Heimspiel gegen die WSG mit Kelvin Jebo, also eine ähnliche Situation. Schiedsrichter Gio Kirka hat das hier nicht geahndet, das Spiel ist vorerst weitergelaufen. Jetzt mal eine Spielunterbrechung. Freistoß für Admira aber. Vielleicht bekommen wir die Szene nochmal nachgespielt, hoffentlich dann, wenn es die Möglichkeit gibt, aber das Spiel läuft schon wieder. Über die rechte Seite, Flanke der Admira, das war wichtig, Borkovic köpft daraus. Borkovic, ganz knapp noch zum Ball gekommen. Lackner wäre da ein Köpf bereit gewesen sozusagen. Jetzt nochmal die Szene, Hans. Ja, hat etwas nachgeschlagen, hat schon im Kampf um den Ball ausgesehen, aber war natürlich sehr, sehr schmerzhaft für Pichler. Und hier Michi Madl gegen Sinan Bakisch, greift sich da auf den rechten Knöchel. Hoffentlich nichts Schlimmes passiert bei Mike Madl. Letztes Mal wieder die Admira, links über Meier, der mit dem Stangelpass zur Mitte, gut gestanden. Hier von Michi Madl, der erstmal klären kann. Also über die linke Seite, die Admira bisher immer wieder sehr gefährlich, nützt den Raum dort, wenn Klein aufrückt, kommt immer wieder der Steilpass nach links und da hat die Austria doch einige Schwierigkeiten. Oh, Ballverlust jetzt Grünwald an Morten Juhlmann im Zentrum und dann Jimmy Checker mit dem Passretour auf Patrick Penz. Dann kommt wieder Meier dran bei Brust. Dann Florian Klein mit dem Ball nach vorne, hoher Ball in Richtung Mittellinie zu Christoph Mondschein. Sehr schönes Dribbling. Schöner Haken. Vielleicht ein Moment für Selbstvertrauen. Zakaria Flanke zur Mitte, leider kein Abnehmer. Da war Benny Pichler noch nicht wirklich auf der auch ein bisschen Position. Zu weit die Flanke angesetzt. Nochmals die Chance der Admira zuvor. Ja. Kolja Pusch will da einen Seitfalls hier probieren, trifft den Ball nicht und dann war es Markus Meyer mit rechts. Und der Ball, der war gar nicht so weit neben das linke Kreuzeck. Also. Markus Meyer, bisher einer der auffallendsten Spieler bei Admira. Die jetzt wieder über das Zentrum kommen. Aber gut aufgepasst. Ja, und der Austria bleibt nicht viel über, als den Ball häufig zurückzuspielen. Das ist nicht, was die Austria-Fußball-Fanschmecker wirklich sehen wollen. Aber im Augenblick ist das die einzige Methode, um sich diesem ständigen Pressing zu entziehen. Ballbesitz-Statistik haben wir zuvor schon eingeblendet gehabt. Also die Austria, da, unsere Veilchen, mehr über 70% Ballbesitz, war auch so zu erwarten. Allerdings dann, wie du auch schon gesagt hast, Hans, oft der Passretour in die eigene Spielhälfte und wieder der neuerliche Spielaufbau. Jetzt versucht mal die Admira wieder.
Okay, wir bekommen eine brandaktuelle Information. Dominik Fitz, voraussichtlich wahrscheinlich eine Prellung im Unterschenkel. Und es oder Bänder oder ja. Knöchelverletzung. Ja. Aber unwahrscheinlich, ist eher unwahrscheinlich, aber eine Prellung. Schmerzt auch ganz schön. Schmerzt sehr, Prellung kann sehr schmerzhaft sein. Und vor allem ist es dann unmöglich weiterzuspielen, weil trotz Schienbeindeckel und aller Behandlungen, das ist kaum auszublenden. Aber Gott sei Dank, vorsichtige Entwarnung. Wie gesagt, das sind die ersten News aus der Südstadt von unserem Ärzteteam und von den Betreuern. Jetzt mal die Admira versucht, wieder über rechts. Da ist dann wieder Borkovic, der aufpasst und zurückspielt auf Penz. Halbe Stunde gespielt, Hans. Wir sind in also der 30. Minute. Viertelstunde geht es noch. Ballbesitz bei der Austria hoch. Aber ich glaube, der Spieler, der am meisten am Ball war, war der Penz. Also ein bisschen sarkastisch gesagt, weil sehr, sehr viele Bälle zurückgespielt werden. Und eigentlich habe ich schon gehofft, dass die Austria mit diesen drei Siegen im Rücken und mit dem 1:0 Vorsprung jetzt doch auch ein bisschen mehr nach vorne spielt. Aber es ist schwierig gegen diese Admira, die sehr kompakt und sehr gut steht und stabil steht in der Abwehr, hier schöne Aktionen zu kreieren. Das ist angesprochen, drei Siege in Folge. Sollten wir heute gewinnen und einen Dreier einfahren, was wir sehr, sehr hoffen und uns wünschen, wäre das der vierte Sieg in Folge und das ist zuletzt im Oktober 2016 gelungen. Also das ist schon eine ganze Zeit lang her. Vier Siege in Folge. Benny Pichler über die rechte Seite, geht da ins 1 gegen 1, wird dann gefoult von Kadletz. Freistoß für also die der, Austria. Auch Pichler neben Fitz musste ja einiges einstecken, war schon das dritte oder vierte gröbere Einsteigen gegen ihn. Dann der hohe Ball nach vorne, aber da ist Andi Leitner, der Admira-Torhüter. Lässt sich etwas Zeit, sucht er natürlich eine Anspielstation. Wird wohl wieder der Ausschuss. Die Admira spielt es nicht von hinten raus. Sieht man bei unserer Mannschaft eher, dass man es spielerisch von hinten raus spielt oder es versucht. Und bei der Admira wird es dann meistens der Ausschuss des Tormannes. Jetzt Rückpass auf Patrick Penz. Dann Bauer, Zweikampfsieger gegen Mondschein. Zweiter Ball war bei den Veilchen. Zakaria mit dem Wechselpass. Rechts ist etwas Raum und Platz für Benny Pichler. Pichler mit dem Flankenball, zu ungenau für Christoph Mondschein. Klein hat das geschickt gemacht für Pichler. Pichler der Haken ein bisschen zu weit. Ja, und jetzt ist die Admira da. Nicht ungefährlich, hat jetzt viel Platz im Mittelfeld. Abschluss Pavelic und nicht am schlecht Tor dieser Abschluss, aber doch am Tor vorbei und damit wieder Abschlag vom Tor von Penz. Mario Pavelic da über die rechte Seite und dann aus gut 18, 19 Metern abgezogen. Patrick Penz hat aber das Auge, sieht, dass der Ball am Tor vorbeigeht. Uns wird auch immer wieder Jens Baumeister eingeblendet. Wollte nur sagen, ist sehr aufgefallen, ist mir auch schon in der letzten Runde, dass er oft auch ein bisschen mitcoacht und mit den Spielern dann spricht. So quasi, dass das Sprachrohr zur Mannschaft ist. Kommt mir vor, hat er, glaube ich, einen guten Draht zur Mannschaft. Auch mit den jungen Spielern. Das ist ja eine seiner großen Stärken, dass er erstens sehr viel sieht am Platz und beim Training Spieler sehr gut einschätzen kann und auch, wie du richtig gesagt hast, einen guten Draht zur Mannschaft hast und die haben auch ein gewisses Vertrauen zu ihm, weil er viele selbst schon im Admira-Nachwuchs betreut hat. Also er sitzt auch selbst auf der Ersatzbank, machen auch nicht alle Sportdirektoren so, aber er jedenfalls gleich mittendrin im Geschehen. Kann ich euch kurz so erzählen, weil bislang noch nichts Aufregendes passiert ist in der Zwischenzeit am Feld. Die Admira im Spielaufbau über Daniel Todt, dann auf Emmanuel Aivo, der mit dem Fehlpass. Ball geht dann über die Torlinie, gibt Abstoß für die Austria. Ja, aber Admira versucht also mit dem langen Pass immer wieder der Versuch, die Austria-Abwehr unter Druck zu setzen mit dem langen Pass und dann, wenn die Austria im Ballbesitz ist, möglichst schnell zu attackieren und die Austria nicht ins Spiel kommen zu lassen.
Abschlag von Penz in Richtung Benichler, wird dann von der Admira abgefangen. Und dann Markus Meyer war das, glaube ich, ja. Mit dem Ball inside out, gibt Einwurf für unsere Austria. Eins zu null noch immer. Klein, für seine weiten Einwürfe bekannt. Zakaria mal auf der anderen Seite, auf die rechte Seite gewechselt. Mondschein. Diesmal mit seinem Dribbling hängen geblieben. Meyer wieder der Sieger gegen Mondschein. Borkovic. Würde mich interessieren, wie viele Ballkontakte Benz bisher gehabt hat. Aber es ist auch das moderne Tormannspiel, dass eigentlich ein Tormann ein zusätzlicher Feldspieler jetzt im neumodischen Fußball ist. Früher war das nicht so der Fall. Also die Torhüter müssen schon sehr, sehr gut auch beidbeinig sein heutzutage. Natürlich, das Torwartspiel hat sich dadurch komplett verändert. Torhüter müssen nicht nur sicher fangen, sondern auch mit dem Fuß sicher und stark sein. Aber ja, das ist etwas, was ich am Fußball nicht sehr schätze. Sage ich ehrlicherweise, obwohl es die Austria betrifft, wenn man so oft den Ball zurück zum Tormann spielt. Vielleicht geht jetzt was über die linke Seite, über den linken Flügel bei unserer Austria. Grünwald. Dann wieder der Pass in Richtung Mittellinie, zurück Richtung Diego. Der verlagert auf rechts. Mardl lässt abtropfen, nochmals auf Diego. Dann geht es auf Marcinko. Hoher Ball nach vorne in Richtung Strafraum. Gedacht für Benny Pichler, aber zu weit. Direkt in die Arme von Andi Leitner. Dieses Zuspiel von Christoph Marcinko. Die beiden sind übrigens auch sehr gut befreundet. Kennen sich noch aus früheren Zeiten, auch noch aus dem U21-Nationalteam. Marcinko hat da einige sehr starke Partien gespielt. Das hat ihm wahrscheinlich auch das Engagement bei der Austria eingebracht, diese starken Partien bei Grödig und auch im Unter-21-Team. Und jetzt gibt es eine gelbe Karte für Marco Kadletz. Auch wieder hartes Einsteigen und wieder ist Pichler der Betroffene. Erste Verwarnung in der Partie, Minute 37, betrifft einen Admiraner. Marco Kadletz, es ist eine zweite gelbe Karte, also noch keine Gefahr für eine etwaige Sperre. Erst nach der fünften gelben Karte ist man für ein Spiel gesperrt. Pichler lässt sich sichtlich nicht einschüchtern. Hat sich auch in diesem Zweikampf mit Meyer wieder durchgesetzt. Jetzt aber wieder die Admira von der rechten Seite. Im Mittelfeld haben die Admiraner für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Platz. Die Austria zieht sich immer wieder so bis 25, 30 Meter vor dem eigenen Tor zurück. Aber vielleicht ist das auch eine taktische Anweisung von Trainer Ilzer, dass er gesagt hat, wir attackieren nicht so bald, nicht im Mittelfeld, sondern wir attackieren erst vor dem eigenen Strafraum. Weil dann hat es die Admira schwer, wenn sie Kombinationsfußball bringen muss. Jetzt versuchen es die Südstädte mal über das Zentrum. Morten Juhlmann wird dann nicht angespielt, sondern Bakisch. Dann ist James Jago zur Stelle. Und dann wird der Ball hoch nach vorne geschlagen. In Richtung Mondschein, der kann den Ball nicht gut verwerten. Aivo schaltet sich da mal ein. Ja, aber Mondschein hat es immer wieder sehr, sehr schwer. Er bekommt den Ball irgendwie zugespielt, im Fußballjargon ist das ein sogenannter Gurgelpass und dann soll er mit dem Ball gegen drei Verteidiger etwas unternehmen. Also das ist schon eine extrem schwierige Situation für ihn. Natürlich auch gut bewacht natürlich von den Admiranern. Man weiß, das ist der Topscorer unserer Mannschaft. Ja, und er hat ja auch für die Admira oft getroffen und dann wurde er ja auch für die Austria tätig oder wurde von der Austria verpflichtet und deshalb ist man vor ihm gewarnt. Ah, Grünwald mit einem Wechselpass auf die rechte Seite. Da ist etwas Raum und Platz für Benny Pichler. 1 gegen 1, spielt aber kurz ab. Dann nochmals auf Ebner, der bringt die Flanke nicht an.
aber er kämpft sich den zweiten Ball. Bravo, guter Zweikampf. Thomas Ebner hält hier den Ball in unseren Reihen. Flanke von Pichler in Richtung Sakaria und Grünwalds mit links, aber deutlich drüber über das Tor. Aber es war wieder ein bisschen ein Ansatz einer Aktion, eines Spielzuges, Hans. Wäre seine Distanz gewesen, von hier aus zu schießen, aber vielleicht auch ein bisschen zu nah am Ball gewesen, um den Ball reinzutreffen. Daher ist dieser Schuss doch einigermaßen weit über das Tor gegangen. Aber wie du richtig sagst, es war einmal der Ansatz einer Kombination wieder, nachdem zuletzt das Spiel der Austria doch vor allem von Passes in die Breite und zurück geprägt war. 5 Minuten noch bis zur Pause. Ein zweiter Treffer, ein zweites Tor für unsere Austria. Das wäre doch jetzt der optimale Zeitpunkt vor der Pause, wenn wir uns was wünschen dürfen. Aber die Admira macht es uns weiterhin nicht leicht. Markus Meyer wieder über links Richtung Kartletz. Nicht leicht, ist ein bisschen untertrieben. Sehr schwierige Aufgabe, weil die Austrianer wirklich immer wieder unter Druck gesetzt werden. Dieses Pressing der Admira funktioniert wirklich weit besser, als es sich die Austria-Anhänger wünschen dürfen. Einwurf gibt es dann für unsere Austria. Nach vorne geworfen von Klein. Kopfballverlängerung dann versucht von Benny Pichler und Christoph Monschein. Kann sich dann nicht durchsetzen gegen Aivo. Dann gibt es den Rückpass der Admira zu Leitner. Bauer verlagert das Spiel dann auf die rechte Seite bei den Südständern auf Pavelic. Pavelic 1 gegen 1 gegen Sakaria, der wieder retour auf Bauer. Bauer auf Todd, der defensive Mittelfeldspieler. Hatte die Kapitänsbinde getragen vor Andi Leitner übrigens. Also auch schon ein Spieler längeren. Und jetzt Diensten wieder Admira. Hat man gesehen, ein Loch im Mittelfeld und die Admiraner haben das versucht auszunützen. Aber hinten diese Abwehrkette der Austria, die steht bisher ganz ausgezeichnet. Auch Madl steht sehr gut. Das wäre jetzt eine Möglichkeit für Mondschein gewesen. Jetzt ist er noch einmal am Ball und schießt mit links, aber doch um einiges am Kreuzig vorbei. Da wurde ihm der Ball nochmal serviert vom Gegenspieler. Situation eigentlich schon bereinigt. Zunächst der Pass von Benny Pichler auf Florian Klein, der mit der Flanke zur Mitte. Dann kommt Monschein nicht ran und dann kommt der Ball nochmal von Pavelic serviert. Vor die Beine von Monschein, der mit links dann abschließt. Aber deutlich drüber, Ball ist auch nochmal aufgesprungen und deshalb wahrscheinlich ein bisschen zu hoch dann dieser Schuss ausgefallen. Immerhin jetzt wieder 2 Schüsse für die Austria. Also das zeigt, sie kommt jetzt wieder etwas besser ins Spiel. Sakaria, guter Monschein. Ball in Mitte. Ja, und leider den Ball nicht richtig getroffen bei diesem Schussversuch mit links. Keine Mühe für Torhüter Leitner, der den Ball nur aufzunehmen braucht. Und jetzt nach 42 Minuten weiterhin 1:0 für die Austria, die jetzt wieder ein bisschen in Bedrängnis kommt. Parkisch rechts raus auf Juhlmann. Morten Juhlmann, dann kommt die Flanke zur Mitte. Ball springt auf und Penz ist zur Stelle, bevor hier Marco Kartletz eventuell etwas anrichten hätte können. War nicht ungefährlich. Diego wird sofort bedrängt, deshalb der Pass-Retour auf Klein. Vorteil für unsere Austria. Dann Markus Meyer auf Kolja Busch, der auf Kartletz. Und dann geht es in Richtung Mittellinie zu Markus Lackner, der eigentlich immer noch ausgeliehen ist von Sturm Graz, der eigentlich gewechselt ist aus der Südstadt nach Graz zu Sturm und jetzt wieder verliehen wurde an die Admira. Neuer Spielaufbau bei den Südstädtern. 1,5 Minuten noch regulär zu spielen. Wird ein bisschen Nachspielzeit geben, auch aufgrund der Verletzung von Dominik Fitz. Auffallend die vielen Meter, die Monschein da macht. Leider bisher meist leere Kilometer. Bokovic mit dem hohen Ball nach vorne. Ferslerpass von Monschein kommt an, dann lässt hier Ebner durch für Sakaria. Aber schon wieder die Südstädter im Ballbesitz. Über Morten Juhlmann, der rechts rausspielt. Wieder Juhlmann angespielt wird.
stark gespielt und stark verteidigt. Madl wieder. Sofort die Lücke zugemacht im Zentrum. Sauberer Pass jetzt von Madl weit nach vorne in Richtung Benny Pichler. Er hat den Ball nicht richtig unter Kontrolle gebracht. Er konnte Meyer wieder eingreifen. Die Admira jetzt wieder im Mittelfeld. Aber auch eher langsam im Aufbau, weil diese Ketten der Austria da sehr gut funktionieren und dieser Platz im Mittelfeld daher von der Admira nicht wirklich genützt werden kann. Bauer über halb rechts. Wieder auf Pavelic. Pavelic schießt dann Marcinko an und nochmals die Admira mit dem zweiten Ball. Ah, Bauer in die Tiefe. Achtung, Stangelpassversuch, gut abgeblockt. Und es gibt eine Minute Nachspielzeit, Hans. Eine Minute, ja, aufgrund der Verletzung von Dominik Fitz wahrscheinlich in Ordnung. Eine Minute, die hier nachgespielt wird, eine Minute noch, bis die Austria mit einem 1:0 Vorsprung in die Pause gehen könnte. Weiter Einwurf von Pavelic von der rechten Seite. Und dann klärt Manpreet Zakaria mit einem hohen Ball nach vorne. Mondschein vorne alleine auf weiter Flur gegen Todd. Hält den Ball aber im Spiel. Dribbling da gut etwas gelöst, zurück. Diese gespielt. Situation. Zakaria 1 gegen 1. Foul von Todd. Freistoß. Das könnte dann schon wohl die letzte Aktion sein. Hier Christian Litzer mit unserem Co-Trainer Uwe Hölzl im Gespräch. Beide halb müssen sich da gegen die Sonne ein bisschen schützen, weil eine tiefstehende Sonne in der Südstadt gerade, die Abendsonne, blendet da ein wenig. Einwurf gibt es, keinen Freistoß. So, und gleich ist die Nachspielzeit um. Und Schiedsrichter Czirka pfeift zur Pause, Hans. Pausenstand in der Südstadt, in der BSFZ-Arena. Unsere Austria führt durch den Treffer von Dominik Fitz in Minute 11 mit 1:0. Aber die Admira macht es uns durchaus schwer. Kann sehr, sehr ganz schwer gut mitspielen. Und ist im Augenblick, muss man ehrlicherweise sagen, keine Hochglanzpartie. Aber ein Spiel, das zumindest durch das Resultat überzeugt, das 1:0. Wir haben gesehen, auch nicht ganz zufriedene Minen bei Geschäftsführer Kretschmer und bei Peter Stöger. Aber ja, es ist schwierig einzuordnen. 1:0, erfreulich. Das Spiel hat noch durchaus Luft nach oben. Ja, wir sind gespannt, wie es dann in der zweiten Spielhälfte weitergeht in der Südstadt. Unsere Veilchen führen mit 1:0, das ist einmal erfreulich. Wir dürfen jetzt wieder, glaube ich, einige Sponsoren und so weiter auch einspielen. Wir sagen Dankeschön an all unsere Partner und Sponsoren, die uns auch in schwierigen Zeiten natürlich jetzt auch nach Corona weiterhin unterstützen und die Treue halten. Und Reporterlegende Hans Huber und euer Stadionsprecher Wolfgang Slawik sind dann rechtzeitig zurück beim Viola TV Daheimspiel zur zweiten Spielhälfte. Flyer-Alarm Admira gegen Austria Wien. Bis gleich, bleibt dran. We'll be right back.
1:0 führen unsere Veilchen in der Südstadt in der BSFZ Arena gegen die Admira. Ein erfreulicher Zwischenstand. Alles auf Schienen Richtung vierten Sieg en suite. Zurück hier beim Viola TV Daheimspiel mit Hans Huber und eurem Stadionsprecher Wolfgang Slawik. Und Hans, wir sehen einen ersten Wechsel. Eric Polmer-Brown ist neu in der Partie, jetzt in der Innenverteidigung zur Pause, also gebracht von Christian Ilzer. Für Michi Madl ist noch da. Nein, für Alexander Borkovic. Genau so ist es. Alexander Borkovic. Das kann aber nur den Grund haben, dass er den Alexander Borkovic ein bisschen schonen möchte für die nächsten Partien, weil der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Madl war die dominierende Erscheinung in der Innenverteidigung, aber Borkovic hat seine Sache sehr ordentlich gemacht. Die Veilchen jetzt in Hälfte 2 von rechts nach links, die Admira von links nach rechts und Eric Polmer-Brown, unser US-Boy, Leihspieler von Manchester City. Jetzt also in der Innenverteidigung mit Mike Madl. Der Admira weiterhin mit der Startelf. Hans hat jetzt, wohl ich mir sollte, noch nicht reagiert. Ja, ich könnte mir auch nicht vorstellen, warum er im Augenblick reagieren sollte. Er liegt 0:1 hinten. Er könnte nur die Absicht haben, dann im Finish vielleicht noch einmal die Offensive zu verstärken. Aber bisher hat sich die Admira sehr gut geschlagen, hat kaum Chancen der Austria zugelassen und hat die Austria massiv unter Druck gesetzt, immer wieder mit dem frühen Pressing. Und daher wird er wahrscheinlich noch ein bisschen abwarten, wie sich dieses Spiel weiterentwickelt. Nachzurechnen wollen wir auch noch einen Pausenstand natürlich dann zwischen Altach und Mattersburg. Da steht es 1:1 zur Pause. Die Partie wurde auch jetzt wieder angepfiffen. Also das wäre auch positiv für uns. Da würde Altach, unser schärfster Konkurrent, quasi um den 7. Platz hier in der Qualifikationsgruppe, um den 1. Platz in der Quali-Gruppe, um 7. Platz in der Gesamttabelle quasi, die würden wieder Punkte liegen lassen. Das heißt, wir könnten Stand jetzt auf jeden Fall, oder wir würden den Vorsprung weiter ausbauen in der Tabelle und uns weiter absetzen. Das war ein Fehlpass von Marcinko. Jetzt noch einmal ein bisschen heikel, aber ja, die Austrianer haben sich hinten schon formiert, bilden wieder diese Viererketten. Jetzt geht guter Vorstoß, Polmer-Brown. Polmer-Brown mit. Setzt sich da durch. 1:1 gegen Bakisch, glaube ich. Und holt immerhin einen Freistoß heraus. Freistoß für unsere Austria. Und das sehr gute Distanz. Und da hat man gesehen, wie intensiv die Admiraner auch spielen, denn Bakis läuft von ganz vorne, er ist ja die einzige wirkliche Sturmspitze bei Admira, läuft er zurück, um seinen Gegenspieler zu attackieren. Schiebt dann quasi Eric Polmer-Brown weg und jetzt, ja, Alex Grünwald, sehr guter Freistoßschütze, hat getroffen gegen Mattersburg auswärts, aber Manfred Zakaria richtet sich den Ball her. Zwei Mannmauer bei der Admira, Kolja Pusch und Markus Meyer. Aber auch Manfred Zakaria hat schon einen Freistoß getroffen und zwar in St. Pölten, den 1:0 Führungstreffer, frühes Tor in der NV-Arena. Freistoß Zakaria. Ja, ein bisschen beruhigen. Ah, in die Mauer. Wollte, glaube ich, an aber der Mauer vorbeispielen. Immerhin Ball. Noch ein Eckball für die Austria. Eckball von der linken Seite. Und ja, der Leitner macht sich da bereit für diesen Corner, den Grünwald treten wird. Grünwald, er ist der Meister der ruhenden Bälle in dieser Austria-Mannschaft. Ja, jetzt. Normalerweise. Sonst Dominik Fitz auch mit den Eckbällen, der ist aber leider verletzungsbedingt draußen. Schussmöglichkeit von Marcinko, Kopfball Zakaria, kein Abseits, Riesenchance auf den zweiten Treffer. Eine hundertprozentige Chance. Das war wirklich eine ganz große Chance. Zakaria hat sich da blitzschnell gelöst. Die Admira-Abwehr war nicht sehr aufmerksam, hat auf Abseits gespielt und Zakaria ist da frei zum Kopfball gekommen, setzt den Ball aber doch einigermaßen deutlich neben das Tor. Jetzt wieder die Austria mit Grünwald. Mondschein. Ja, da sind aber fünf Admiraner dabei. Elfmeter für die Austria. Ciocirca pfeift und entscheidet auf Foulspiel von Emanuel Aivo an Christoph Mondschein. 50. Spielminute, Strafstoß für die Veilchen. Grünwald rechts raus auf Mondschein. Und dann dringt Mondschein in den 16 ein und ja. Keine Frage. Klarer Kontakt. Elfmeter, Haken zurück. Ja. Hat natürlich ein bisschen auch spekuliert, dass er getroffen wird, hat den Haken super angesetzt, wird getroffen und daher Strafstoß für die Austria.
So, und das Duell lautet Christoph Monschein gegen Andi Leitner. Ist ein bisschen heikel, weil der kennt ihn vielleicht aus Admira-Zeiten, aber schauen wir mal. Monschein mit der Möglichkeit für seinen 16. Saisontreffer. So, noch ist das Spiel noch nicht freigegeben. Jetzt der Pfiff von Ciocirca. Monschein, Tor! 2:0 für die Austria! 2:0 für die Austria. Monschein erzielt diesen Treffer, bedankt sich noch bei Grünwald. Wahrscheinlich haben die beiden einander vorher miteinander abgesprochen, wer den Elfmeter schießen darf. Und ja, Monschein bekam den Zuschlag und hat den Elfmeter sicher verwandelt. Genau ins Eck. 2:0 jetzt für die Austria. Mit rechts geschossen ins linke Eck. Es ist sein, wie gesagt, 16. Treffer. Verlädt hier Andi Leitner in die falsche Ecke. Und auch ein perfekter Zeitpunkt. Wieder ein relativ früher Treffer nach der Pause. 5 Minuten hat es gedauert. Und wir führen in der Südstadt mit 2:0. Und der Admira muss natürlich jetzt reagieren. Anstoß ist erfolgt. Die Südstädter mit einer Flanke zur Mitte. Und dann geht der Ball über die Torlinie. Marcinko muss da nicht mehr ran. Und Erwin Jimmyhofer wird zum Aufwärmen geschickt von Ernst Baumeister. Ja, du hast es vorher angesprochen, für die Offensive. Da muss jetzt natürlich, soll du auch reagieren. Jetzt kommt die Reaktion, die wir erwartet haben, dass irgendwann einmal die Admira auch die Offensive stärken muss. Weil es hilft nichts, wenn man Pressing spielt und attackiert. Aber in der Offensive passiert zu wenig. So, wieder Aivo gegen Monschein. Ballbesitz für die Austria. Monschein wurde jetzt natürlich für seine fleißige Arbeit in der ersten Hälfte belohnt mit diesem Elfmeter. Vielleicht auch, war auch das ein Grund, dass er diesen Strafstoß schießen durfte. Jedenfalls 2:0 für die Austria. Und für den Christoph Monschein ist das sicherlich auch ein bisschen ein Befreiungsschlag, dass er endlich diesen 16. Treffer gelandet hat. Jetzt haben wir wieder Ernst Baumeister da total involviert. Auch in die Taktik, in die Spielerwechsel, in die Ideen der Admira. Wurde gerade ganz groß gezeigt. Freistoß gibt es für unsere Veilchen Manfred Zakaria. Halbrechte Seite, der Flankenball zur Mitte Richtung Langes Eck und beinahe Michi Madl per Kopf dran. War nicht ungefährlich, hätte auch ohne einen Kontakt unter Umständen ins lange Eck gehen können. War also durchaus gefährlich und man sieht es auch an der Reaktion von Leitner. Der hat schon gefürchtet, boah, dass dieser Ball noch ins lange Eck abgefälscht wird. Aber es bleibt also beim 2:0. Aber die Austria scheint jetzt mit diesem zweiten Treffer doch einigermaßen befreit und beflügelt zu sein. Haben wir nochmal Marcinko mit dem hohen Ball in die Box und dann Kopfball Zakaria und beinahe. Das wäre zuvor schon das 2:0 gewesen, noch vor dem Strafstoß und da war Leitner zur Stelle. War Leitner zur Stelle nicht daneben, sondern Leitner hat den Ball sogar noch mit der Fußspitze gehalten, hat glänzend reagiert in diesem Fall. War eine große Möglichkeit, aber gut. Kurz darauf ist dieses 2:0 gefallen durch diesen Elfmeter, über den es eigentlich keine Diskussionen gab. Auch die Admira-Spieler haben nicht reklamiert, haben gewusst, das ist ein Elfmeter. Darüber gibt es keinerlei Diskussionen. Es wurden noch weitere Admiraler zum Aufwärmen geschickt. Offensivkräfte, Seth Paintil zum Beispiel, Saracevic und auch Markus Pink. Gerade beim Aufwärmen an der Seitenlinie gesehen. Ja, Admira muss jetzt alles oder nicht spielen, 0:2 hinten, sie brauchen einen Sieg, sie müssen schauen, dass sie irgendwie punkten hier und bei 0:2 ist es die logische Maßnahme, dass man hier versucht, die Offensive zu stärken. Wieder die Pfeilchen über die rechte Seite, Benny Pichler mit dem Dribbling zur Mitte, Ballretour dann an die Mittellinie zu Eric Palmer-Brown, der weiter auf Madl, Diego auf Ebner, der ja für den verletzten Dominik Fitz eingewechselt wurde. Auch da haben wir wieder ein Update für euch, liebe Veilchen, live aus der Südstadt. Ja, Dominik Fitz wird sich morgen einer MR-Untersuchung unterziehen und hat gemeldet, dass er doch etwas Schmerzen beim Syndesmose-Band hat. Also wir drücken die Daumen für unsere Nummer 36 und unserem Torschützen zum 1:0 heute. Dominik Fitz, hoffentlich ist diese Verletzung da nicht allzu schlimm und wir können hoffentlich dann morgen Entwarnung geben. Ihr werdet es erfahren auf all unseren Kanälen, auf unserer Website, auf unseren Social-Media-Kanälen.
Der Austria gelingt es jetzt, etwas längere Ballstaffetten zu starten. Sie sind jetzt viel ballsicherer als zu Beginn. Vorteil und, jetzt für uns. Ja, Vorteil, aber das war eigentlich ein Nachteil, weil da sind gleich zwei Austria-Spieler am Boden gelegen. Jetzt gibt es, glaube ich, nachträglich da noch eine Karte. Es ist ja, wieder, mit Recht. Wieder Daniel Todt mit dem Foul. Ja. Und jetzt wieder die gelbe, ja. Die hat er sich eigentlich schon in der ersten Halbzeit verdient, bei dem Foul an Dominik Fitz. Und diesmal ja, und gegen Pichler. Ball war schon längst weg. Und dann also war er dunkelgelb für mich, diese gelbe Karte. Diese Karte hat Folgen für Daniel Todt. Fünfte gelbe. Er ist in der nächsten Runde somit gesperrt. Und auch da wieder ein Ellbogenschlag von Pusch. Also da sieht man jetzt, der körperliche Einsatz bei Admira wird noch weiter forciert, es wird noch intensiver der Körper eingesetzt. Also die Austria muss jetzt sicherlich einiges einstecken und der Schiedsrichter muss aufpassen, dass die Partie nicht überhart wird und dass sie ihm nicht entgleitet, weil bei Tod zum Beispiel hätte man, wenn er in der ersten Hälfte schon gelb gesehen hätte, dann hätte er jetzt sogar gelb-rot sehen müssen. Aber gut, also beide Mannschaften jetzt noch komplett und es kommt, Erwin Hoffer kommt für Tod, der war natürlich gefährdet und noch ein Wechsel, Pavelic aus dem Spiel und für ihn kommt Bettlach. Also ein Doppeltausch jetzt bei der Admira. Erwin Jimmy Hoffer natürlich ein Offensivmann, ein Stürmer gekommen für Daniel Todt in der Defensive und draußen wird noch ein Admiraner, nein, ein Austrianer, ja, das ist glaube ich noch Pichler, oder? Pichler wird noch behandelt. Wäre ganz bitter, wenn der jetzt auch noch ausfallen würde, weil das ist keine Frage der Fitness, bedingt durch die zahlreichen Einsätze in letzter Zeit, sondern das ist eine Frage der harten und überharten Spielweise der Admiraner. Er hat sich da ans linke Knie gegriffen, unsere Nummer 11. Spiel läuft wieder. Ball im Zentrum bei der Admira, zurückgespielt auf Emanuel Aivo, der mit dem Wechselpass auf die rechte Seite. Und Patrick Wimmer macht sich auch bereit zur Einwechslung. Aber noch ist das Spiel nicht unterbrochen. Hoffer, dann geht der Ball, wäre rausgekommen auf die rechte Seite, auf den rechten Flügel, aber gut unterbunden von der Austria. Grünwald mit dem weiten Ball nach vorne. Da ist leider kein Mitspieler. Und Benny Pichler. War im freien Raum, aber leider Benny auch Pichler ohne Austrianer. Mit gesenktem Kopf und greift sich da ans Gesicht. Ich glaube, der verspürt da auch Schmerzen im Knie. Da dürfte auch leider etwas passiert sein bei Benny Pichler. Der war auch top in Form, hat natürlich getroffen, auch wieder jetzt gegen die WSG in Innsbruck, hat das 1-0 vorbereitet. Das wäre ein nächster bitterer Ausfall. Im Augenblick keine Unterbrechung, daher die Austria noch immer in Unterzahl. Starkes Dribbling jetzt. Und jetzt über die rechte Seite die Admira. Und wieder Madl. Ganz richtig gestanden. Jetzt haben wir den Ballverlust von Zakaria. Aber der Ball bei diesem Pass zu weit. Daher Abschluss für die Austria und es kommt Patrick Wimmer anstelle von Benedikt Pichler. Ja, leider. Humpelt hier zurück zur Ersatzbank Benny Pichler. Ich sehe da leider auch ein paar Tränen in seinen Augen. Das schmerzt schon beim Hinschauen. Hoffentlich alles Gute für unsere Nummer 11. An seiner Stelle jetzt, wie gesagt, Patrick Wimmer. Das wird ein reiner Positionstausch dann sein. Patrick Wimmer wird sich da auf der Außenbahn einreihen oder so positionieren, wo auch Benny Pichler hier knapp eine Stunde gespielt hat. 2-0 weiterhin für unsere Veilchen im Auswärtsspiel in der Südstadt gegen die Admira. Ball kommt ins Zentrum zu Tommy Ebner. Dann ist die Admira dran. Kopfballduell gewinnt dann Jimmy Hoffer, der auf Juhlmann und dann wollten die Admiraner rausspielen. Daniel Todt schon auf der Ersatzbank, bei der Ersatzbank angekommen. Der Admiraner. Und hat Glück, dass er auf der Ersatzbank sitzt absolut. Und nicht schon in der Kabine. Frühzeitig hätte er schon duschen gehen müssen eigentlich dann heute. Ja, und Christian Ilzer spaziert da die Coachingzone auf und ab.
Man führt 2-0, aber natürlich sicher auch im Hinterkopf unseres Trainers möglicherweise zwei verletzte Spieler. Wimmer. Über den am Samstag ist ja das nächste Spiel. Also es ist nicht so, dass da lange Zeit zur Regeneration bliebe. Ebner wieder im Zentrum angespielt. Thomas Ebner, diesmal kein Foulspiel, sagt Schiedsrichter Gio Kirka. Gut aufgepasst dann von Jimmy Cego. Marcinko, bisschen Pech da beim Zuspiel von Cego. Der Admira Maro jetzt. Zweimal, Achtung. Aber jetzt die Admira. Jimmy Hoffer spielt das leider aus Sicht Admira und Gott sei Dank aus unserer Sicht nicht gut zu Ende. Zweiter Ball bei unserer Austria. Da wird Mondschein geblockt, geht dann zu Boden von Aivo. Das Spiel läuft weiter. Kein Foulspiel, sagt der Schiedsrichter. Der Unparteiische lässt weiterlaufen. Über die linke Seite. Und ein Schussversuch, aber der wäre bestenfalls für das Publikum gewesen, wenn welches hier wäre. So war es im zweiten Rang. Und ja, vielleicht sogar über die Tribüne. Und dann ist es möglich, dass sich jemand über den Ball freut. Das war wieder eine sehr harte Attacke am Mondschein. Apropos kein Publikum, kurze Frage, Hans. Kannst du dich erinnern, oder hattest du mal als Kommentator ein Geisterspiel zu kommentieren? Oder als nicht, dass ich mich erinnere, aber es gab schon Spiele mit wenigen Zuschauern, vor allem in der Zeit, da gab es so eine Zeit der Schweinepest. Und da musste man... mit dem Auto über irgendwelche Teppiche mit Holzfasern fahren und selber mit den Beinen und Füßen über diese Faserteppiche gehen, damit man eben nicht desinfiziert, damit man nicht jemanden infiziert und sozusagen selber desinfiziert ist. Also da waren schon wenige Zuschauer in den Stadien, weil das war ein bisschen umständlich, in die Stadien zu kommen. Aber ganz ohne Zuschauer kann ich mich nicht erinnern. Hoffentlich bald wieder mit Fans. Ja. Spätestens, wir hoffen, zu Wäre Beginn wichtig. Der neuen Meisterschaft. Klein mit der Flanke. Guter Ball. Ah, Grünwald kommt nicht ran. Und dann ein Foulspiel. Freistoß für die Austria. Foul an Cech. Und das ist eine optimale Distanz. Absolut. Also da bin ich mir jetzt ziemlich sicher, dass unser Kapitän sich den Ball zurechtlegen wird. Foul von Erwin Jimmy Hoffer an Jimmy Cech. Die beiden Jimmys da im Zweikampf. Ja, aber keine Frage, dass da ein Foul zu pfeifen war. Und das nicht nur, weil wir hier im Viola TV sitzen, sondern weil es ein Foul war. So, Andi Leitner, der Admira-Torhüter, richtet die Mauer ein. Sieht nach einer Dreimann-Mauer aus. Bakisch, Lackner und Kolja Pusch bei der Admira davor. Ja, aber es stellt sich zwei Austrianer nicht, hin. Schießt nicht Grünwald. Ja, wieder. Michi Madl! Links am Tor vorbei. Dachte zunächst mit links, dass wieder Sakaria schießt, aber diesmal probiert es Madl mit rechts. Ja, kein schlechter Freistoß. Dreht sich dann ein bisschen weg vom Tor. Ja, war durchaus gefährlich. Nächste gefährliche Situation für die Austria. Mittlerweile 63 Minuten gespielt. Für die Austria ist es bei diesem Spielstand natürlich ein Herunterzählen der Zeit auch. Unverändert auch der Spielstand in Altach, 1-1 gegen Mattersburg. Da ist bislang in der zweiten Spielhälfte noch nichts passiert. Und ein Abendspiel gibt es ja heute dann noch mit Spuso SK in St. Pölten gegen die WSG Tirol. Jetzt Einwurf für die Austria. Marcinko, dann ist Mondschein zwar dran. Mondschein, spitzer Winkel, guter Schuss. Hat versucht, Torhüter Leitner zu überraschen, aber Leitner im kurzen Eck genau aufgepasst, Ball sicher geholt. Und da beraten jetzt die Trainer, welche Verletzungen. Ja, das ist, glaube ich, um die Knieverletzung von Benny Pichler jetzt gegangen. Ja, ja. Hat Christa Litzer Informationen bekommen, brandneu aus der Kabine. Die wir hoffentlich auch bald haben. Riskanter Abschlag war das jetzt von Benz. Wir werden für euch natürlich wieder dran sein. Wir haben natürlich sofort die Infos auch aus der Südstadt, wie es dann um Benny Pichler steht. Vorsichtige Diagnose. Es scheinen zumindest die Bänder in Ordnung zu sein. Also keine Bänderverletzung.
Aber wie gesagt, alles immer außer Distanz mit Vorsicht zu genießen. Wir wollen da keine Diagnose, quasi keine unseriöse Diagnose abgeben. Jetzt gibt es dann einen Doppeltausch. Da kommt Seth Penzil und auch Saracevic kommen da in Kürze bei der Admira ins Spiel. Noch einmal frischer Wind für die Offensive beim Team von Zvonimir Soldo. Wieder die Austria über Grünwald. Grünwald mit dem Chipball in Richtung linker Seite. Da ist Patrick Wimmer, bleibt dann aber hängen. Holt einen Einwurf raus. Max Sachs wärmt auf, der nächste Ex-Admiraner. Und neben Max Sachs in der Aufwärmzone Stefan Zwierschitz, auch hier bei der Admira gespielt. Die beiden Herren kennen sich in diesem Stadion aus. Wäre vielleicht nicht ungeschickt, die zu bringen, weil sie fast Heimvorteil hier haben in der Südstadt. Aber zunächst der Wechsel bei Admira Wacker. Da geht Kadletz aus der Partie, Marco Kadletz, und für ihn kommt Saracevic. Das ist ja mal der erste Wechsel. Also jetzt geballter Offensivbauer bei Admira. Mohamed Cham Saracevic hat auf seinem Trikot nur Cham oben stehen, und Seth Paintil ist auch da mit der Nummer 21, ein linker Außenspieler, der Ghana ist 24 Jahre jung, jetzt auch neu in der Partie. So, wieder ein Austrianer am Boden, Foul von Jimmy Hofer, diesmal an Machinko. Naja, sehr, sehr körperbetont das Spiel der Admira. Jetzt ein Abstoß wieder für die Niederösterreicher. Die Austria bleibt bei ihrem Konzept mit diesen Ketten vor dem Strafraum, hat sich bis jetzt bewährt. Michi Madl wieder mal mit dem Passretour auf Penz, ja, und der wird sofort angelaufen. Riskanter Rückpass gewesen von Madl, der bisher so überzeugend gespielt hat, aber Penz hat das noch gerade gut gelöst, war aber sehr knapp mit dem Abschlag vor dem anstürmenden Angreifer der Admira. Jetzt ein Foulspiel an Grünwald, meiner Meinung nach, ja, wird auch gepfiffen, von Juhlmann. Oder was, Lackner? Der wird uns zumindest jetzt eingeblendet. Dürfte wohl auch Markus Lackner gewesen sein, der dieses Foulspiel begangen hat an unserem Kapitän. Ebner auf halb rechts, dann Klein wird da zu Boden befördert, aber kein Foulspiel. Und die Admira mit dem Pass in die Tiefe. Schnell auf Seth Paintil. Der ist neu in die Partie gekommen. Ja, sie haben jetzt einige schnelle Spieler in der Mannschaft. Das verändert natürlich auch den Spielstil. Auch jetzt immer wieder viel mehr Mann in der Offensive als vorher. Hoher Pass nach vorne in Richtung Sehr entscheidende Phase jetzt muss die Austria jetzt aufpassen. Saracevic war da im Abseits. Und bei der Ballabgabe ist das korrekt, ja. Zwei Spieler sogar vorne. Saracevic und auch Paintil wäre vorne gewesen. Der Assistent an der Linie hat dieses Abseits sofort angezeigt. Da kommt Wimmer an den Ball im Zentrum, Wimmer. Geht nach, ja, bravo. Gut gelöst. Mondschein. Riesenchance für die Austria durch Grünwald. Grünwald, super gemacht. Schöne Drehung, guter Schuss. Aber auch gut pariert von Torhüter Leitner. Und jetzt hat Mira wieder über die rechte Seite, die Austria wieder ihre Abwehrkette im Mittelfeld schon aufgebaut, wieder einen Freistoß herausgeholt, hat hier jetzt Wimmer. Wir sehen hier noch einmal diese Chance von Mondschein Zakaria und dann der Schuss von Grünwald. Technisch perfekt gemacht. Aber sehr gut reagiert auch von Torhüter Leitner. Steht da zur richtigen Stelle. Also war richtig ein Schuss aus der Drehung gegen die Laufrichtung auch geschossen von Leitner. Und der bekommt dann noch die Arme hin und kann den Ball abprallen lassen und abwehren.
Ja, ein dritter Treffer für uns wäre dann wohl die Entscheidung in dieser Partie, ein 3:0. Da wäre wohl der Deckel drauf sozusagen auf dieser Partie. 70 Minuten gleich gespielt, 20 Minuten noch regulär zu spielen in der BSFZ Arena in der Südstadt. Grünwald unterstreicht heute mit vielen Aktionen, wie wertvoll er für die Austria ist. Der Kapitän. Die hat mehrere im Ballbesitz. Ganz neuer Spielaufbau über Kapitän Andreas Leitner, über den Torhüter. Wieder der weite Abschlag in Richtung Mittellinie. Madl gewinnt das Kopfballduell gegen Hoffer. Dann Wimmer. Über Ebner geht es dann auf rechts. Und dann spielt die Admira wieder retour. Ja, aber auffallend, dass bei der Austria jetzt in der zweiten Spielhälfte weniger oft der Rückpass gesucht wird als noch vor dem Seitenwechsel. Man bemüht sich, nach vorne zu spielen, den Gegner weg vom eigenen Strafraum zu halten. Sehr, sehr viele hohe Bälle jetzt gerade. Auch da wieder die Admira mit dem hohen Ball nach vorne. Pentil 1 gegen 1 gegen Palmer Brown und der kocht ihn ab. Bravo. Eric Palmer Brown gewinnt diesen Zweikampf mit fairen Mitteln. Kein Foulspiel. Er begeht hier nicht das Foul im Strafraum. Und das zeichnet diesen Leihspieler von Manchester City aus. Eric Palmer Brown sehr, sehr stark gemacht. Im 1 gegen 1 gegen Seth Pentil. Da ärgert sich Zoni Misoldo und auch Ernst Baumeister draußen. Das zuvor ein Foulspiel von Markus Meyer, meiner Meinung nach, an Manfred Zakaria. Ja. Das wurde auch geahndet, gibt es den Freistoß für unsere Austria. Palmer Brown nach vorne, Zakaria, er hält den Ball zunächst noch im Spiel, bevor er den dann aber ins Seitenout. Ja, aber geschickt. Weil jetzt ist Einwurf für die Admira, das heißt die Austria ist weit vorne und kann daher den Gegner unter Druck setzen. Unsere Veilchen sind vor dieser Partie seit 6 Spielen gegen die Admira ungeschlagen gewesen. Schaut gut aus, dass auch im 7. Spiel einen Sieg wieder gibt und damit diese ungeschlagen Serie weitergeht. Einwurf für die Admira, jetzt ja, ein bisschen in der Hälfte der Austria, gibt sogar Freistoß nach dieser Attacke. Mittlerweile aber wieder der Ball vor dem Strafraum von Admira Wacker. Torhüter Leitner mit dem weiten Abschlag und Einwurf für die Admira. Ja, unser kompletter Vorstand, Markus Kretschmer, Peter Stöger, auch Alexander Baden, unser Sportkoordinator und auch unser Präsident Frank Hensel sind in der Südstadt vor Ort gerade eingeblendet. Jetzt Pentil setzt sich durch im 1 gegen 1. Pentil! Und da muss Patrick Penz rausrutschen und mit der Fußabwehr gegen den neuen Mann bei der Admira. Ja, der bringt frischen Wind hinein. Ja, absolut. Also dieser Mann ist brandgefährlich. Das sieht man auch in dieser Aktion, wo er Palmer Brown abschüttelt. Setzt sich hier durch. Versucht den Stangelpass. Trifft den Ball dann Gott sei Dank nicht. Aber es gibt Eckball. Der aber nichts einbringt. Daher jetzt wieder Abstoß vom Tor der Austria. Aber generell, Hans, die Wechsel bei der Admira, die zeigen schon Wirkung. Da ist schon eine Idee dahinter. Und mit dem Anschlusstreffer könnte die Partie dann nochmal heiß werden. Das wollen wir natürlich nicht. Aber solche Aktionen... Ja, es ist wie erwartet gewesen, dass die Offensive so ab der 60. Minute verstärkt wird und das macht sich jetzt im Spiel der Admira auch bezahlt, weil die Südstädter jetzt nicht nur sehr stabil stehen noch immer, sondern auch im Angriff viel gefährlicher sind und durch diese schnellen Angriffe auch die Austria-Abwehr doch einigermaßen in Bedrängnis bringt. Wieder ein hoher Ball nach vorne von der Admira in Richtung Kolja Pusch. Mal aufgepasst von Michi Madl. Aber der zweite Ball kommt wieder zu den Südstädtern. Rechts über Saracevic. Saracevic, retour in den Rückraum auf Lackner, der auf Juhlmann. Der wird weggeblockt von Ebner. Foulspiel. Und jetzt gibt es Freistoß für die Admira. War ein normales Foul, also nicht gelbwürdig. Einfach den Gegenspieler geblockt.
Ja, aber die Austria muss jetzt aufpassen, weil Admira scheint jetzt wirklich alles auf eine Karte zu setzen. Freistoß auch nicht ungefährlich in dieser Distanz. Zweiter Versuch. Variante auf Saracevic, rechts draußen Saracevic! Und ich glaube, der hat noch die Querlatte gestreift, glaube ich, wenn ich es gesehen habe, in Originalgeschwindigkeit. Knapp drüber und daher wieder eine gefährliche Situation, aber diese beiden neuen Stürmer, die bringen absolut neuen Schwung, frischen Wind und setzen die Austria doch einigermaßen unter Druck, bringen Gefahr und die Austria, die bisher so solide gestanden ist, die muss sich jetzt wirklich vorsehen, dass da nicht doch noch der Anschlusstreffer fällt und diese Partie noch heißer wird, als sie im Augenblick ist. Ein Schuss von Saracevic ist dann doch knapp über die Querlatte gegangen. Unterdessen ein Vorstoß unserer Veilchen durch Patrick Wimmer, der dann hängen bleibt auf der linken Seite. Und Christian Ilzer weiterhin voll fokussiert. Muss unsere Burschen da weiter vorantreiben sozusagen, nur nicht nachlassen. War auch das Motto schon vor der Partie, war eine seiner Aussagen. Es gibt kein Nachlassen, hat er wortwörtlich in den Mund genommen, unser Trainer. Foul von Dzeko gegen Lackner, der sich da aufstützt. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass auch die körperliche Intensität bei der Austria im Augenblick ein bisschen steigt. Grünwald dann auf halb links auf Patrick Wimmer. Wollte Doppelpass mit Mondschein spielen, aber Mondschein abgeblockt, Marcinko. Schade, er wollte da mit der Mondschein die Linie runterschicken. So gibt es Einwurf für unsere Austria. Mondschein bisher auch mit einer soliden Partie bei der Austria. Auch Marcinko und Mondschein, wie gesagt, mit seinem Tor zum 2:0. Ganz wichtig, dass er da die Ruhe bewahrt hat bei diesem Strafstoß. So, Umschaltspiel der Admira, wieder über die neuen Kräfte. Saracevic und Penzil und dann rutscht da noch Kolja Pusch rein. Holt den Ball noch vor der Torlinie. Hat schon so ausgesehen, als wäre die Situation bereinigt. War sie nicht. Saracevic, Flanke Richtung zweiter Stange. Julmend aus der Drehung, Wolle abgeblockt. Gott sei Dank. Aber die Admira, die das lauert Spiel da jetzt. Der Admira hat deutlich an Qualität zugelegt. Abschluss, Kolja Pusch! Und dann ist Patrick Penz zur Stelle und hält diesen Schuss des deutschen Spielers in den Reihen der Admira. Sehr gut reagiert, richtig ins Eck runtergegangen, den Ball eingezwickt, damit die Situation souverän geklärt von Torhüter Penz. Etwas weniger als eine Viertelstunde noch zu spielen in der Südstadt und die Admira hat jetzt doch das Heft in die Hand genommen. Hans, du hast es gesagt, die Einwechslungen auch am frischen Wind gebracht, die Offensivreihen vorne jetzt mit Pentil, mit Saracevic und Bakic auch noch vorne natürlich. Dann tut sich doch einiges. Freistoß für die Admira und gelbe Karte für Palmer Brown. Nachdem er da seinen Gegenspieler an der Hand gehalten hat, noch vor dem Strafraum, nicht nur an der Hand, sondern am Leibchen, ein Trikotfoul sozusagen und ja, gute Distanz, gefährliche Distanz für die Austria. Zweite gelbe Karte war das im laufenden Bewerb für Eric Palmer Brown. Patrick Benz richtet die Mauer ein, Dreimannmauer. Bei unseren Veilchen Zakaria, Grünwald und Patrick Wimmer. Schiedsrichter Gio Kirka mit dem Freistoßspray, wo die Mauer zu stehen hat, wird quasi ganz genau markiert am grünen Rasen. Und fast eine ideale Distanz für den Freistoß von halb links. Und Pusch oder Saracevic? Pusch mit links. Achtung, Aufsitzer! Und Patrick Penz dreht den Ball zur Seite. Ganz unangenehm für unseren Torhüter, dieser Ball. Und er holt sich auch die Gratulationen seiner Mannschaftskollegen ab. Kurzes Abklatschen, weil er
wirklich sehr gut reagiert hat bei diesem Schuss. Sehr unangenehm, dieser Aufsitzer. Ecke für die Admira von rechts, Kolja Pusch. Faustabwehr dann von Patrick Penz. Zweiter Ball bei Admira, Saracevic deutlich drüber, Gott sei Dank. Saracevic, also dann Gott sei Dank weit über das Tor, aber die Austria jetzt immer mehr unter Druck. Kurz zu sehen waren auch unsere beiden ausgewechselten Spieler schon, Dominik Fitz und Bokovic. Nochmal der Schuss von Kolja Pusch. Der Deutsche fasst sich da ein Herz, der Admiraner zieht ab mit links. Boah, und der wäre womöglich, wenn der Penz nicht dran ist, via Innenstange ganz knapp, glaube ich, reingegangen. Das war wichtig. So, es gibt jetzt frischen Wind bei den Veilchen. Christoph Mondschein hat seinen Arbeitstag beendet, Hans. 2:0 gemacht vom Strafstoß. Und es ist ein reiner Stürmertausch. Es kommt Brighted und Wonny, der nach 21 Spielen erstmals wieder getroffen hat in Innsbruck am Tivoli neu. Das 1:0 erzielt hat gegen die WSG. Und es kommt ein Ex-Admiraner. Und der ist sicher auch top motiviert. Max Sachs, auch neu in die Partie gebracht jetzt von Christian Ilzer. Max Sachs, ein hervorragender Fußballer. Allerdings muss er sein Temperament zügeln. Deswegen wurde er auch zuletzt einmal mit einer roten Karte bestraft. Musste daher aussetzen. Jetzt hat er die Chance, wieder zu zeigen, dass er auch in die Mannschaft gehören würde. Und zwar ist er für Alex Grünwald gekommen, für unseren Kapitän. Und damit wird die Kapitänsbinde, sofern ich es mich nicht täusche und es noch nicht im Bild gesehen habe, wohl zu Michi Madl gewechselt sein. So, da läuft jetzt Edom Wonny gleich mal an die Leitner an, versucht den Torhüter zu attackieren und beim Rausspielen stören. Ja, der Admira hat das aber gut gelöst. Ja, und immer wieder diese schnellen, langen Pässe, die die Austria-Abwehr in Verlegenheit bringen. Diesmal der Flankenball von Paintil abgeblockt. Nochmal Seth Paintil, nochmal der Ganar mit dem Fehlpass dann. Und wieder unsere Veilchen im Ballbesitz. Max Sachs im 1 gegen 1 gegen Saracevic. Freistoß für die Austria. Schinan Bakic natürlich auch schon ausgewechselt. Habe ich zuvor falsch gesagt. Er ist natürlich nicht mehr am Platz. 8 Minuten noch in der regulären Spielzeit. Wir werden sehen, was die Nachspielzeit bedeutet. Freistoß Michi Madl nach vorne in Richtung Edom Wonny. Der Nigerianer mit dem Pass retour auf Patrick Wimmer. Dann die Admira mit Juhlmann im Zentrum, verlagert auf links, auf Paintil. Ah, Saracevic ist das Baton. Die beiden sind leicht zu verwechseln. Der eine hat die 21, der andere die 29 als Rückennummer. Aivo ins Zentrum auf Bauer und wieder der hohe Ball nach vorne bei den Südstädtern. Aber setzt wieder man eine sich der schnellen Spitzen. Gefährlich. Gott sei Dank, die Reingabe abgeblockt. Aber weiterhin Gefahr, denn es gibt einen Eckball für die Admira. Madl ist da wieder richtig gestanden. Also das sind jetzt bange Minuten, die Austria überstehen muss. Markus Pink wird da gerade instruiert. Also noch ein Offensivmann. Bei der Admira. Ecke von links durch Juhlmann, rausgeköpft. Und jetzt das Umschaltspiel. Patrick Wimmer mit dem Pass nach vorne, zu weit für Max Sachs, zu ungenau. Da war zwar auch Andreas Leitner aus seinem Torraum draußen, aber der Pass ist nicht angekommen. Ja, da war schon sehr viel Platz, also da hätte schon was passieren können. Wenn der Pass ein bisschen genauer kommt, hätte Sachs schon sehr viel Raum gehabt, um da möglichst alleine auf das Tor zu ziehen. Achtung, Paintil 1 gegen 1, wieder starkes Tackling von Michi Madl. Ganz wichtig. Madl, ganz, ganz wichtig. Ganz große Partie von ihm bisher. Und die Flanke von Saracevic geht dann an Freund und Feind vorbei. Michi Madl hat, wie gesagt, auch die Kapitänsbinde übernommen von Alex Grünwald. Und es geht weiter mit einem Torabstoß von Patrick Penz. Unterdessen der Wechsel, Hans, bei der Admira. Kolja Pusch geht raus und Markus Pink übergibt einen Zettel mit Informationen an Markus Lackner. Also Push raus, kann der Defensivspieler. Alle Mann nach vor. Hohe Bälle wahrscheinlich. Ja. Hohe Bälle, wir probieren es.
Zakaria über die rechte Seite. Zakaria geht vorbei am Gegenspieler. Zakaria im 16. Schuss. Dann wird gehalten von Leitner. Nachschussmöglichkeit abgeblockt. Und dann ein Foulspiel im Rückraum an Thomas Ebner von Markus Meyer. Freistoß für unsere Austria. Und die gelbe Karte für Markus Meyer. Starke Aktion war das von Zakaria. Schöner Haken, zweimal so mit der Sohle den Gegner ausgetanzt. Aber dann der Schuss gehalten. So, also wieder ein Freistoß für die Austria. Distanz für einen Direktschuss eigentlich zu groß. Manfred Zakaria legt sich den Ball auf jeden Fall zurecht. Alex Grünwald jetzt ja schon ausgewechselt. Der hat mir... Ja, schauen wir mal, ob er es riskiert. Mit einer Dreimann-Mauer wohl, die hier Andi Leitner einrichtet. Ist ja auch so, dass jetzt keine Gegenspieler mehr in der Mauer stehen dürfen. Man darf sich daneben hinstellen oder davor, aber auf jeden Fall nicht mehr zu den Gegenspielern in die Mauer. Freistoß mit links, Zakaria drüber. Der war leider deutlich drüber, gut einen Meter über das Tor von Andreas Leitner. Versucht hat das, bisschen Zeit gewonnen, 5 Minuten noch, reguläre Spielzeit. Noch immer 2:0 für die Austria. Pichler. Patrick Wimmer mit dem Dribbling auf Sachs. Wimmer, ja. Wimmer und Sachs holt diesen nächsten Freistoß heraus. Gibt, glaube ich, sogar nur Einwurf. Ja. War dann wohl Ball gespielt vom Admiral. Hat noch einen Foul ausgesehen. Ja. Schiedsrichter war näher dran als wir, muss man sagen. Einwurf auf Brighton und Wonje. Er hält den Ball da im Spiel, geht in Richtung rechter Eckfahne. Auf Zakaria. Auf engstem Raum hier gespielt. Edon Wonje. Schade, Ball kommt nicht an. Dieses Zuspiel. Zakaria Zweikampfsieger gegen Saracevic. Austriana zu zweit. Haben sie da den Gegenspieler dann letztlich vom Ball getrennt, aber es wurde ein Einwurf für die Admira. Sachs. Da geht jetzt auch ein Admiraner zu Boden, aber das Spiel läuft weiter. Kein Foul und der Schiedsrichter ist gleich daneben gestanden. Jetzt unterbricht er die Partie. Schüsse übrigens 11:11. Dann haben wir gerade eingeblendet bekommen. Das wäre ausgeglichen. Was aber zählt, ist das Ergebnis rechts oben. Und da steht es 2:0 für unsere Austria. Da ist Max Sachs. Markus Lackner auf den Fuß gestiegen. Es geht in die Schlussphase. Also, da wird ja wohl hoffentlich jetzt nichts mehr passieren und nichts mehr anbrennen für unsere Austria. Unsere Veilchen führen in der Südstadt mit 2:0 weiterhin. Nochmals, ein Antritt von Sachs nach vorne, holt einen Eckball raus. Bringt aber Zeit. Ist daher etwas, was der Austria gut tut. Dementsprechend gemächlich geht Zakaria auch zum Eckball. Bin gespannt, wie viel Nachspielzeit es geben wird. Ja, in den letzten Partien hat man gesehen, auch deutlich mehr Nachspielzeit aufgrund der mehreren Wechsel natürlich. Ja, ja. Es wird alles eingerechnet vom unparteiischen Flanke von der rechten Seite, diese Ecke, zweiter Ball im Rückraum. Nochmal Zakaria mit dem Flankenball. Oh, Kopfball Michi Madl hinten, stützt sich da ein bisschen beim Gegenspieler auf. Kopfball geht dann auch drüber. Sprintet jetzt zurück in die eigene Abwehr. Denn dort ist sein eigentlicher Platz und das ist jetzt seine vornehmliche Aufgabe, dass er diesen Vorsprung von 2:0 verteidigen hilft. Abschlag der Admira landet wieder bei unserer Austria im Zentrum. Thomas Ebner auf Wimmer. Der zieht wieder in Richtung Mitte. Sachs. Ein bisschen zu lange den Ball gehalten, aber jetzt kommt er noch einmal zufällig zum Ball. Muss das Tor sein? Der Ball geht drüber. Riesenchance für Max Sachs. Das wäre die endgültige Entscheidung gewesen. Riesenchance nach diesem Abspielfehler in der Abwehr. Aber das ist logisch. Wenn sich die Admira so sehr auf die Offensive konzentriert, dann entstehen Lücken in der Abwehr. Hier dieser Abspielfehler. Die Austria nützt ihn durch geschicktes Vorchecking. Und Sachs hätte hier
sozusagen alles klar machen können. Andi die letzten Leitner. Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit. Ich gehe nochmals für die Austria. Schussversuch von Florian Klein, der wird abgeblockt. Und jetzt ein Foulspiel, Freistoß für Taktisches den Taktisches Schauspiel, Foulspiel von Klein. Ein freudscher Versprecher war das jetzt. Ja, war kein Schauspiel, sondern war absolutes Foul. Und wieder die hohen Bälle nach vorne von der Admira Richtung Pentil. Noch einmal Eckball. Die 90 Minuten sind voll, ja. 4 Minuten Nachspielzeit in der Südstadt. 4 Minuten gibt es noch obendrauf vom Unparteiischen rund um Christian Petru Ciocca. Saracevic nochmals mit dem Eckball. Von rechts getreten, Penz ganz sicher. Penz auch mit einer ganz starken Vorstellung, muss man sagen. Absolut überzeugend in seinen Aktionen. Ball weit weg vom eigenen Tor ist jetzt die Devise. So weit weg hätte er auch nicht müssen zum anderen Tormann, also zu Leitner. Ja, die Admira gibt zumindest nicht auf. Sie spielen auf diesen Anschlusstreffer. Jetzt der Ball in die Tiefe auf Pink. Da kommt Penz raus vor Markus Pink. Ganz, ganz wichtig. Und hat das ganz souverän gelöst, obwohl es unsicher ausgesehen hat. Aber hätte er sich hingeworfen, wäre die Gefahr gewesen, dass der Gegenspieler über ihn drüber stolpert und es dann vielleicht doch noch einen Penalty, einen Strafstoß gegeben hätte. So Situation bereinigt und es bleibt beim 2:0. Für die Austria. Die Falken versuchen dann nochmal über die rechte Seite nach vorne zu spielen. Dann aber die Admira mit dem Passretour auf Leitner. Madl gegen Pink. Die Falken im Ballbesitz. Max Sachs. Von Sachs. Rückpass auf Penz. Schlecht rausgespielt von Patrick Penz. Direkt vor die Beine von Pentil. Aber abgepfiffen. Handspiel, glaube ich, wurde da jetzt gepfiffen. Hans, ich glaube. Also. Ja, er sagt, ja, er hat die Schulter. Handspiel. Pentil sagt, es war die Schulter. Kann nur Handspiel gewesen sein. Und das wäre ganz gefährlich gewesen, wenn da dieser Pfiff nicht erfolgt wäre. Er versucht noch zu reklamieren mit einem Lächeln. Seit Pentil beim Schiedsrichter zeigt ihm auf die Schulter. Aber Ciocca hat das als Handspiel gewertet. Gott sei Dank. Und 2 Minuten sind schon wieder vorbei, der 4-minütigen Nachspielzeit. Nochmal Edom Wonny auf links, auf Patrick Wimmer, der setzt sich durch. Wimmer setzt sich durch nochmals und holt noch einmal einen Freistoß raus. Holt einen Freistoß und holt Zeit raus. Also damit Aufgabe erfüllt, weil das ist das, was der Austria jetzt am meisten hilft, wenn sie ein bisschen Zeit bekommt. Und ich glaube, er spielt auch drauf ein wenig, dass er diesen Freistoß bekommt. Und damit die Möglichkeit, hier ein bisschen Zeit herauszuholen, die Uhr herunterlaufen zu lassen. Ja, das könnte jetzt auch eine Direktvariante werden. Ball links außerhalb des 16ers und Patrick Wimmer. Schaut so aus. Versucht es womöglich. Patrick Wimmer. Jung Wimmer. Und unbekümmert. Ja, schade. Aber doch deutlich am Tor vorbei. Letzte Minute der Nachspielzeit läuft. Also, ich glaube, da wird nichts mehr anbrennen. Das wäre der 4. Sieg in Folge. Beachtlich. Nochmals die Südstädter über die rechte Seite, über Saracevic. Und dann geschickt gemacht jetzt wieder Einwurf. Von Wimmer. Dieses Antäuschen, dass er zum Ball geht und dann doch nicht attackiert. Damit den Gegner irritiert und daraus entsteht der Einwurf für die Austria. Die letzten Sekunden laufen von der Uhr und die Veilchen noch mit einem letzten Angriff über die rechte Seite. Da bleibt Florian Klein hängen. Und jetzt wird wohl gleich der Schiedsrichter dieses Spiel beenden. Nochmal ein Angriff. Sachs. Klein. Edom Wonny per Kopf. Links am Tor vorbei.
Gio Circa schaut auf die Uhr und der 33-jährige Steirer pfeift ab. Die Austria gewinnt in der Südstadt in der BSFZ Arena gegen FC Flyer La Admira mit 2:0, Hans. Ein erfolgreicher Abend in Violett. War ein erfolgreicher Abend, war auch in der zweiten Hälfte durchaus attraktiv, das Spiel in seiner Gesamtheit. Für die Austria noch mehr als für die Admira, aber auch die Admira hat durchaus einige Akzente gesetzt. Wir haben ein gutes Spiel in der zweiten Hälfte gesehen und die Austria siegt zum vierten Mal in Folge. Das ist schon eine beachtliche Serie und wenn das andere Spiel so geblieben ist, dann hat sie ihren Vorsprung auch ausgebaut in der Tabelle. Was das lösen wir gleich auf, Hans, sehr gerne. Ein gewisser Erfolg wäre. Magst du schon einen Teaser auf das Parallelspiel und zwar Altach gegen Mattersburg? Es ist nichts mehr passiert. Pausenstand 1:1, Endstand 1:1 im Ländle. Das heißt, die Austria hat die wieder schaut zwei Punkte. Wie folgt aus? 28 Zähler ausgebaut. Jetzt für unsere Veilchen. Ja. Und auf Platz 2 die Altacher, 23 Punkte am Konto. Also 5 Punkte der Abstand jetzt aktuell. Ja, das ist schon. Das ist schon eine schöne Serie gewesen für die Austria jetzt und damit hat sie sich schon an der Spitze dieser Qualifikationsgruppe etabliert und hat jetzt auch gezeigt, dass sich die Mannschaft stabilisiert hat, dass die Mannschaft imstande ist, eine längere Serie zu starten. Es war ja im Herbst leider so, dass die Mannschaft sich nie irgendwie zusammengefunden hat. Gute Leistungen, schlechte Leistungen, das war ein ständiger Wechsel. Jetzt ist die Mannschaft so weit, dass sie auch in Serie ordentliche Leistungen bringen kann. Zuletzt waren die Leistungen vielleicht nicht so gut, aber die Ergebnisse haben gestimmt. Aber jetzt hat diese zweite Hälfte und auch dieses Spiel gegen Mattersburg hat gezeigt, dass in der Mannschaft auch weit mehr Qualität steckt, als sie bisher gezeigt hat. Sie hat diese Drangperiode der Admira fast souverän überstanden, obwohl es einige gefährliche Situationen gab. Sie ist in der Abwehr stabil geworden. Sie hat im Mittelfeld durchaus auch Aktionen gezeigt, die wirklich nach ordentlichem Fußball, nach schönem Fußball ausgesehen haben. Und sie ist im Angriff, vor allem jetzt in der Schlussphase, bei den Gegenstößen immer wieder gefährlich gewesen. Also da sieht man schon, da ist einiges im Entstehen, im Werden. Es ist noch nicht alles gut, aber die Austria scheint, zumindest im Augenblick, auf einem sehr guten Weg zu sein. Ja, danke Hans für deine erste Analyse. Ich darf noch nachreichen. Also die aktuelle Tabelle jetzt nach Runde 29. Unsere Veilchen sind Tabellenführer mit 28 Punkten. 5 Punkte dahinter jetzt Altach, die heute 1:1 gespielt haben gegen Mattersburg mit 23 Zählern. Und dann gibt es schon einen Abstand zu Platz 3 von unserer Mannschaft, von der Austria zu Mattersburg von 10 Punkten. Aber unten wird es ganz, ganz eng vor dem heutigen Abendspiel, nämlich jetzt zwischen Spuso SK in St. Pölten und der WSG Swarovski Tirol. Die Niederösterreicher, die St. Pöltener auf Platz 4. Die Admira bleibt Fünfter mit 14 Zählern, punktegleich mit der WSG Swarovski Tirol. Das heißt, gewinnt heute die WSG jetzt gegen die Niederösterreicher, gegen St. Pölten, könnte sich die WSG auf Platz 4 vorreihen und die Admira. Ich spiel gern für Austria Wien und ich hab nur eins im Sinn. Das ist der Sieg. Das muss so sein für unseren Verein. Oft ist nur einfach Glück, doch zum Schluss zählt doch nur der Sieg. Für unsere Fans, das ist der Sinn, für unsere Austria Wien. Diesen Elfmeter herausgeholt hat, erarbeitet hat und verdient hat und mit diesem Elfmeter dann auch den Deckel drauf gemacht hat, obwohl Admira dann noch gefährlich geworden ist. Aber Admira hat mir durchaus im Finish gefallen, weil da wurde vielleicht
zu spät auf diese Offensivvariante umgestellt, ist der Austria entgegengekommen. Austria also als Sieger hier in der Südstadt mit diesem 2:0-Sieg. Deutlicher Vorsprung geht es in der Tabelle, also ein durchaus erfreulicher Tag für die Austria. So ist es. Nochmal die Torschützen. Dominik Fitz in Minute 11 und dann in der 50. war es per Strafstoß Christoph Monscheim in seinem 16. Saisontreffer. Liebe Veilchen, ihr bekommt alle aktuellen Infos, wie es Dominik Fitz geht, wie es Benny Pichler geht, die beiden verletzten Spieler, aber auch natürlich Stimmen unseres Trainers und weitere Stimmen von Spielern, dann so rasch als möglich bei Viola TV nachgeliefert. Die Mannschaft ist ja nur 10 Kilometer Luftlinie von unserer Position in der Generalarena entfernt. Also die Mannschaft wird dann ja, in wenigen Augenblicken, so rasch als möglich, wahrscheinlich so schnell als möglich wieder zurückkommen hier in die Generalarena aus der Südstadt und dann gehen wir auf Stimmenfang, machen die Interviews und ihr bekommt alle Stimmen unserer Veilchen dann nachgeliefert. Ja, und dann dürfen wir langsam aber sicher für heute Schluss machen. Wir sagen noch, wir wollen noch einen kleinen Teaser für euch geben, sozusagen einen kleinen Appetizer für den nächsten Viola TV Daheimspieltag sozusagen. Da haben wir wieder ein Heimspiel, nämlich dann haben wir auch einen nächsten Gast, auf den wir uns schon sehr freuen. Es ist diesmal kein ehemaliger Spieler, aber es ist ein Austria-Fan, ein großer Austrianer. Es kommt ein Tennisspieler zu uns. Hans, du spielst auch selbst Tennis. Es kommt einer der größten Tennisspieler Österreichs, der Austrianer ist. Und wer könnte das sein, Hans? Oh, da muss ich nachdenken. Nein, muss ich gar nicht nachdenken. Jürgen Melzer, ein toller Tennisspieler und ein großer Austria-Fan, habe ich schon mit ihm besprochen. Letztens einmal, da hat er am BAC mit seiner Mannschaft im Finale der Mannschaftsmeisterschaft gespielt und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Und hat mir erzählt, wie begeistert er von der Austria ist und dass er auch die Ehre hat, bei den Allstars mitspielen zu dürfen. Er hat das, glaube ich, bisher noch nicht gemacht, aber er freut sich sehr darauf, wenn er die Gelegenheit hat. Ich glaube, Tennis spielt er ein bisschen besser als Fußball. Ich spiele gern für Austria Wien. Seine Meinung zu einem Spiel zu hören, weil es doch wieder ein völlig anderer Blickwinkel ist, als den du oder auch ich gehabt habe. Da sind wir gespannt. Am kommenden Samstag geht schon weiter, englische Runde, Heimspiel, 17 Uhr, FK Austria Wien gegen Spuso SK in St. Pölten. Das Spiel wird dann auch live gezeigt, übrigens auf ORF 1. Und bei uns seid ihr wieder live dabei bei Viola TV, der Heimspiel mit Jürgen Melzer. Ich freue mich. Hans, danke schön, einen schönen Abend. Es war legendär. War mir ein Vergnügen, mit dir gemeinsam dieses Spiel kommentieren haben zu dürfen. Dir weiterhin alles Gute und hoffentlich sieht man sich wieder bei uns in der Generalarena bei der Austria. Einen schönen Abend, liebe Grüße aus der Generalarena. Forza Viola. Hoffe ich. Ich spiele gern für Austria Wien und ich hab nur eins im Sinn. Das ist der Sieg, das muss so sein für unseren Verein. Oft ist's nur einfach Glück, doch zum Schluss fehlt doch nur der Sieg. Für unsere Fans, das ist der Sinn, für unsere Austria Wien.